Herzlich willkommen zu Niklas und Konsorten im heutigen durchaus legeren Gespräch mit Spiegel-Bestseller-Autor, YouTuber und Unternehmer Torben Platzer geht es um eine ganze Bandbreite von Themen. Es geht um Karriere, vor allem den Vergleich zwischen klassischem Bildungsweg und Selfmade Success. Aber es geht auch um Sex, Drogen und nicht zuletzt die Frage, ob es sinnvoll ist zu masturbieren. Sag nicht, ich hätte dich nicht gewarnt. Es ist auf jeden Fall zum Ende hin immer lustiger geworden. Viel Spaß mit der heutigen Folge. Ja, herzlich willkommen, Torben, in deiner eigenen Wohnung. Dankeschön, danke, dass du mich heute hier empfängst. Freut mich sehr. Herzlich willkommen in deinem Loft, in meinem Podcast. Und ja, wie geht's dir? Mir geht's gut, sehr gut. Ich freue mich drauf. Freut mich. Du hast so einen ironischen Unterton. Immer, ja. Normalerweise haben meine Podcast-Gäste nicht so einen ironischen Unterton. Die kenne ich auch nicht. Aber ich kenne dich ein bisschen und ich vermute, das werden lustige Fragen. Ja. Ich freue mich auch ein bisschen drauf, mit dir später feiern zu gehen, sage ich dir ehrlich. Machen wir also? Ich glaube schon, ja. Pinky Promise oder so? Ist das so? Ja. Auf cool. Spontan Pinky okay. Promise, ja. Ja, super Podcast-Einstieg. Wir fangen aber mit was Seriösem an und ja. Dann machen wir die ganzen Quatschthemen. Okay. Du bist ja alles Mögliche. Du hast, ich werde dich irgendwie noch ganz groß ankündigen am Anfang, ne? Du hast dir eine Agentur aufgebaut im siebenstelligen Bereich. Du bist Spiegel-Bestseller-Autor. Du bist sehr groß auf allen möglichen Social-Media-Kanälen. Hast einen sehr erfolgreichen Podcast, bist viel auf Instagram und so unterwegs. Jetzt startest du gerade auch auf YouTube. Richtig durch. Und wenn dich jemand fragen würde, würdest du sagen, du hast Karriere gemacht? Ist das zutreffend? Ich weiß nicht. Also ich selber, ich halte ja eh nicht so vom Label oder so. Ne? Also ich habe ja schon bei so Anmods, wenn mich jemand fragt, wie willst du anmoderiert werden, habe ich schon immer ein Problem, weil ich sage meistens sowas wie, du such dir aus, worauf du Bock hast. Ne? Als Galileo zu Besuch war, meinten die so, ja, was soll mir sagen, der Gründer, der und so weiter. Ich sage, worauf ihr Bock habt, dann sagen die am Ende, der YouTuber. Denkst du, ja, okay, für euch. Ich bin auch gerne YouTuber, so, weißt du? Ich bin das, was die Leute brauchen. Das Gleiche bei so einem Wort wie Karriere. Also für mich selber, ich bin happy mit dem, wo ich jetzt stehe, so. Auch mit dem Werdegang. Ich habe ja auch, wie du gerade schon gesagt hast, ein Buch geschrieben, so. Ist ja auch autobiografisch, wo ich darüber schreibe, wer ich früher war und wer ich jetzt heute bin. Bin nicht zufrieden, ne? Ich möchte immer weiter, so. Ich sage nicht, dieser Prozess ist abgeschlossen, aber ich bin happy mit der Veränderung, die schon passiert ist. Ja. Sagen wir es mal so. Das ist schön. Und dein Buch übrigens, Living a Self-Made Life, ich habe es dir neulich geschickt, dass ich es im Flugzeug gelesen habe. Ja. Ich war richtig positiv beeindruckt, muss ich sagen. Ja? Also ich weiß nicht wieso, hatte nicht erwartet, dass du so gut schreibst. Weiß nicht wieso, irgendwie, du machst viele andere Sachen und so und irgendwie dachte ich, hey, dass das jetzt ein richtig spannender Autor ist, hätte ich nicht erwartet. Also wenn ich ehrlich bin, ich habe es mir selber auch nochmal durchgelesen. Ich habe ja ein zweites Buch geschrieben, ne? Ja. Und ich habe das erste dann selber nochmal so aufgeblättert und habe mir das durchgelesen und dachte mir so, okay, fuck, du konntest ja gar nicht schreiben. Also es ist wirklich auch so, also ich habe es komplett selber geschrieben. Ich hatte tatsächlich auch beim ersten vor allem nur jemanden, der Rechtschreibung korrigiert hat. Und da sind trotzdem ein paar Fehler drin. Ja, ist richtig, ne? Ja, ein paar ab und zu mal. Schon, ne? Das in jedem Buch. Selbst in Harry Potter habe ich mal einen Tipp. Ist es so? Ja. Okay. Aber sonst, also beim ersten Buch wurde wirklich gar nichts geändert. Beim zweiten ist es ein bisschen anders. Also da war schon eine Lektorin dabei, weil das ist ein Ratgeber, die das schon so ein bisschen in so einen anderen Stil teilweise gebracht hat. Ne? Wo auch der eine oder andere mal meinte, ja, das ist toll. Nur nicht selber geschrieben, weil wenn man mich jetzt kennt, wie ich spreche und so weiter, dann merkt man, okay, das ist nicht so ganz mein Duktus. Also da wurde das teilweise in so ein Duktus gebracht, aber auch da habe ich jede Zeile selber getippt. Aber das erste ist relativ unverblümt, so wie ich es geschrieben habe. Dass überhaupt Duktus so dein Duktus ist? Duktus ist schon mein Duktus. Ja. Merkel, ne? Ich habe ja auch mal studiert. Das Wort, seit Angela Merkel benutzen alle dieses Wort. Ist das so? Ja, es gibt diesen berühmten Ausspruch, das ist nicht so mein Duktus. Ach so, nee, ich habe das schon immer benutzt, weil das ist so, Duktus ist ja dieser Pinselstrich, dieser Abdruck vom Pinsel. Ich habe ja Kunst studiert und da hat man immer gesagt, so ja, das muss der richtige Duktus sein. Damals, was damals so gemeint war, ist wirklich so, wenn du jetzt Gemälde gemalt hast, wie das so aussieht. Also ist das so getupft oder sieht man diesen Pinselstrich oder macht man es so, dass man es nicht sieht? Nice. Das habe ich übernommen. Da kommen wir jetzt eins der wenigen Dinge vom Studium, die ich übernommen habe. Da kommen wir nämlich auch gleich zu. Du hast ja Lehramtsstudium angefangen, abgebrochen. Kunst? Nee, das stimmt nicht ganz. Nicht? Ich habe mein Studium zu Ende gemacht. Das Studium zu Ende, aber dann nur das Referendariat nicht? Ja, genau. Okay. Genau. Also ich habe zwei Masterabschlüsse, die habe ich auch beide gemacht, aber ich bin dann nicht weiter sozusagen. Ja, verstehe. Und dann irgendwann, genau, war es halt, dann ist das Zeitfenster quasi zu und dann war es irgendwie klar, dass du nicht Lehrer wirst. Ich fand es nämlich spannend in deinem Buch, das wirklich sehr, sehr empfehlenswert ist und einfach so sehr, es hat so einen sehr persönlichen, authentischen Charakter. Und
da hast du geschrieben, was ich spannend fand, dass früher dein Bild von Karriere und in deinem Familienumkreis, vielleicht auch Freundesumkreis, ein ganz anderes war. Und ich dachte nämlich auch so, ja, das stimmt. Also ich bin auch so aufgewachsen, so eine Beamtenlaufbahn. Da hätten meine Eltern auch, glaube ich, immer gesagt, und bis heute noch viele Freunde, so Beamtengehalt, das war immer sowas, dann hat man es so geschafft. Ne? Irgendwie eine Familie, ein Haus bauen, einen Baum pflanzen, ein Kind zeugen, ein stabiler Job, stabile Pension. Und du hast ja so einen ganz, ganz anderen Karriereweg gewählt letztlich. Deswegen fand ich das ganz spannend. Und du, naja, propagierst das auch so ein bisschen. Ne? Du hast ja diese ganze Branding rund um Selfmade, eigenes Ding machen. Du bist, hast dein Studium dann zwar gemacht, aber bist in eine ganz andere Richtung gegangen. Wie würdest du das denn, wenn du jetzt Leuten, die irgendeine Art von Karriere machen wollen, was erreichen wollen, wie würdest du es Leuten empfehlen? Würdest du zum Beispiel sagen, man sollte studieren? Oder wenn man das Buch so ein bisschen liest, dann denkt man, hey, wozu überhaupt irgendwas in der Richtung machen, wenn man so erfolgreich werden kann mit ganz anderen Methoden? Also ich habe da ein paar Meinungen zu. Also erstmal glaube ich, ist es tatsächlich so, auch wenn es halt cooler klingt, den Part wegzulassen, aber ich glaube, unsere Großeltern und auch meine Eltern beispielsweise, ich bin auch ein bisschen älter als du jetzt, bei denen war tatsächlich Ausbildung und Studium, glaube ich, Karriere. Weil diese Möglichkeiten von heute, die gab es ja gar nicht. Also meine Eltern beispielsweise, um Karriere zu machen, ne, meine Mama hat eine eigene Zahnarztpraxis, mein Vater war bei der Luftwaffe, die mussten eine Ausbildung machen oder studieren. Also weißt du, die kommen jetzt auch nicht aus dem Elternhaus, wo viel Geld da war. So, mein Opa ist Bauarbeiter gewesen, meine Oma hat einfach Haushalt gemacht und so. Ne? Also da war halt sozusagen kein Geld irgendwie. So, deshalb, die sind diesen Weg gegangen und natürlich, wenn die den gehen, und sehen, wo sie heute stehen. Meine Eltern sind immer sehr sparsam gewesen, haben mit 20 ein Haus gebaut, haben ihr Geld genommen, haben eine Ferienwohnung gekauft in der Türkei, da, wo wir Urlaub machen wollten, dass man keine Hotels bezahlen muss und so. Also, und ich glaube, die standen dann so mit 35, 40 dort und haben sich gedacht, okay, das hat für uns sehr gut funktioniert, also geben wir das unserem Sohn halt weiter. So, und ich glaube, per se ist das jetzt auch nichts, wo man sagen muss, ja, das stimmt ja gar nicht, die Eltern halten einen das vor oder so oder versuchen einen irgendwie eine andere Möglichkeit wegzunehmen. Die gab es ja gar nicht. So, und wenn meine Eltern zum Beispiel zu mir gesagt haben mit 14, hey Torben, hör auf die ganze Zeit Computer zu spielen, das ist Quatsch, was du da machst, dann stimmte das ja. Weil als ich 14 war, konntest du damit kein Geld verdienen. Dann war das wirklich nur Zeitverschwendung. Weißt du, was ich meine? Von daher, ich bin meine Eltern gar nicht böse oder so. Und ich bin Gott sei Dank genau, sag ich mal, innerhalb des Studiums kam so diese Welle von eigene Website bauen, Facebook kommt raus oder was heißt kommt raus, Leute melden sich auf einmal da an und so. Und da habe ich etwas realisiert, was meine Eltern damals nicht kannten, nämlich eben diesen dritten Weg. So, und dann habe ich mich sozusagen entschieden, dann gab es auch einen großen Bruch mit meinen Eltern, weil die einfach diesen Weg nicht verstanden haben. Die waren erstmal enttäuscht, ne? Die waren enttäuscht und die kannten das halt nicht. Ja. Ne? Ich habe dann gesagt, ja, ich mache was mit Social Media. So, du musst dir vorstellen, meine Eltern sind nicht auf Social Media, kennen nur den Weg Ausbildungsstudium. Natürlich sagen die sowas wie, ah, Torben, sei vorsichtig. Ne? Weil was siehst du in den Massenmedien damals immer? Ja, Betrug im Internet, hier, wenn du deine Kreditkartendaten eingibst, dann werden Sachen abgebucht oder so. Ne? Also waren meine Eltern natürlich, niemals deine Daten dort angeben. Gib aber nicht deine Adresse dort ein, Torben. Ist ja logisch, ne? Weil Massenmedien propagieren das halt. Und wenn du mich jetzt heute fragst, brauchst du Ausbildung, Studium, dann wäre ich auch nie so ein Hardliner, der sagt, nein, brauchst du nicht. Weil, guck mal, das Ding ist, wenn du jetzt Arzt werden willst, wenn du Anwalt werden willst, Notar und so weiter, dann musst du studieren. Du kannst nicht Arzt werden, indem du dich hinsetzt und einen Online-Kurs von jemandem anguckst oder so. Ja. Und ich glaube, und das ist jetzt etwas, was so ein bisschen konträr zu dem ist, was wahrscheinlich viele von mir vermuten, ich glaube tatsächlich für 50 bis sogar vielleicht 80% der Leute, die sich selbstständig machen, wäre ein klassischer Weg besser. Spannend. Finde ich cool, muss ich sagen. Ich mag das überhaupt nicht, wenn jemand sich auch hinstellt und sagt, früher musste man in die Schule gehen, heute brauchst du nur Internet. Das ist halt Schwachsinn. Es gibt so viele Leute, die völlig auf die Nase fallen damit, weil sie nie irgendwas gelernt haben, weil sie kein Backup haben oder auch 17-Jährige, die mir schreiben und sagen, ja, Torben, ich habe gesehen, du warst ja auch ein schlechter Schüler, ich überlege, die Schule abzubrechen. Ich sage, hey, Bro, ganz ehrlich, wenn du mit 17 überlegst, die Schule abzubrechen, in der 11., 12. Klasse, lügst du dich selber an. Weil wenn du es nicht schaffst, guck mal, wie lange gehst du zur Schule? 6 Stunden am Tag. Wie lange machst du Hausaufgaben? 1 Stunde, 7 Stunden. Ich sage, wenn du es nicht packst, in den anderen 7 Stunden dir was aufzubauen oder das, was du eigentlich machen willst, die Selbstständigkeit dir nebenher aufzubauen, dann ist es eh nichts für dich. Also man belügt sich selber, wenn man sagt, nee, ich breche ab, damit ich
die ganze Zeit habe, um irgendwie mein Ding zu machen. Das ist echt krass. Ich habe nämlich auch den Eindruck, dass es manchmal so ein bisschen, also es ist einerseits ja total cool, dass es jetzt Leute wie dich gibt, die zeigen, es gibt auch andere Wege und man kann eben seinen ganz eigenen Weg da finden und Karriere machen ganz jenseits der klassischen, traditionellen Karrierepfade. Aber ich denke auch, manchmal ist es so ein bisschen so eine Ausrede und so eine Gefahr für vielleicht auch viele Jugendliche, dass sie sagen, ja, ich habe schlechte Noten und ich habe keinen Bock, Hausaufgaben zu machen, aber ich entschuldige das quasi und sage, ja, aber Bill Gates hat auch nicht studiert und sonst was. Ja, und dann werden so Memes geteilt und selbst Leute wie Elon Musk, ne, finde ich auch immer spannend, der sagt dann auch mal, ja, in der Uni und in der Schule und so, das ist alles nicht so wichtig, was man da lernt, obwohl er selbst ja zwei Studienabschlüsse hat. Und ja, weil das halt die Meinung ist natürlich, er spricht natürlich diese Generation an, die genau das hören will. So diese Hustler-Generation. Ja. Aber ey, wie viele von den Hustlern sind am Ende broke und Hartz IV oder ziehen wieder zu Hause ein? Also real talk so, weißt du, weil es ist nicht für jeden. So, auch das, was ich jetzt heute mache, ich bin jetzt seit, ich bin selbstständig seit 7, 8, 9 Jahren oder so. Ja. Je nachdem, ab wann man das jetzt wirklich zählt, mit 27, ja, ich bin 8 Jahre selbstständig, ne? Bin 35, bin mit 27, habe ich mein Studium beendet. Ich muss ehrlich sagen, auch jetzt, heute, habe ich teilweise Tage, da will keiner mit tauschen. So, weil ja, weil einfach so viel auf dieser Agenda steht und die sagen, ey, du machst es doch jetzt 8 Jahre, ich dachte hier finanzielle Freiheit und so. Weil die Leute einem immer irgendeinen Bullshit erzählen, ja, mach das mal 3 Jahre und finanziell frei. Ganz ehrlich, Bro, ich kenne 3 Leute, bei denen das so ist. Ja. So, und die haben ehrlich gesagt auch ein bisschen Glück gehabt. So, muss ich, also weißt du, ich meine? So. Ich finde es super cool. Ich war mir nicht sicher, wie du das quasi siehst. Ja. Und ich glaube, es sind noch mehrere Aspekte. Einmal, klar, es ist nicht für jeden. Dann hat man diesen starken Survivor-Bias. Ne? Also wenn du nicht erfolgreich gewesen wärst mit diesem speziellen Weg, dann würden wir uns nicht unterhalten. Mhm. Ne? Und es ist ja aber auch gar nicht gesagt, man kann ja auch ein Studium machen und dann ein Unternehmen gründen. Ich fand das, ich habe mir vorher das extra mal angeguckt und wie ist es eigentlich? Ist es so, dass irgendwie die super, super, super erfolgreichen Menschen zum Beispiel gar nicht von der Uni kommen? Und da habe ich mal geguckt, war jetzt schon ein paar Jahre alt, aber irgendeine Forbes-Statistik, 33% der Amerikaner haben einen Studienabschluss, 84% der Milliardäre oder so. Also das fand ich schon spannend. Es ist nämlich jetzt gar nicht unbedingt so klar, dass man irgendwie sagt, da wird immer Bill Gates, ne, und so ein paar Beispiele. Aber es ist schon auch noch so, dass ganz, ganz viele superreiche, super erfolgreiche Menschen, die riesige Konzerne gegründet haben, studiert haben. Muss man das? Sicher nicht. Aber ich denke manchmal, dass halt gerade bei so jungen Leuten bin ich immer eher ein Fan davon, dass man sagt, hey, komm, coole Zeit, Uni, Kontakte, Persönlichkeitsbildung und dass man jetzt denkt, nein, ich muss jetzt mit 18 sofort loshasseln, sonst schaffe ich das später nicht mehr. Das finde ich ganz cool, dass du da jetzt auch nicht so ein Hardliner bist. Also ich habe so viele Meinungen dazu, auch zum Beispiel jetzt, musst du mit 18 erfolgreich sein und 1 Million verdienen oder so? Nee. Gibt es Leute, die das machen? Ja. Aber der Punkt ist ja der, jemand ist 25, oder sagen wir, jemand ist 30 Jahre alt, okay? Guckt sich einen 18-Jährigen an und der sagt, oh, ich mache Millionen, bla bla bla. So ist ja alles cool. By the way, wenn ich 18 bin und ich mache Millionen, ich würde es nicht so rausposaunen. Weil du, gerade mit 18, du ziehst die völlig falschen Leute an. So, ich glaube auch zum Beispiel, was mein Vermögen oder so angeht, ich glaube, die wenigsten wissen das eigentlich, weil ich das noch nie irgendwo gesagt habe. Dein Net Worth oder so? Es gibt sicherlich Google-Geschichten oder so. Willst du hier Breaking News zum ersten Mal? Nee, weil ich glaube, ich finde es ehrlich gesagt so, es ist irrelevant, weißt du? Also ich finde es spannend. Ja, es ist super spannend. Ich weiß, also für Leute nach draußen ist es super spannend, aber ich glaube, dass du mit so etwas wie einem Vermögen, also du ziehst die falschen Leute an auf der einen Seite und du sendest auch die falschen Signale, weil, und jetzt kommt's, was ich mir immer denke, du bist 18 Jahre alt, okay, und du hustlest, 15 Stunden, 20 Stunden, bei dir funktioniert's, du machst Millionen. Das sieht ein 30-Jähriger und denkt sich, fuck man, der ist so viel jünger als ich, der ist so viel weiter, ich bin ein Verlierer. Okay, so, aber jetzt spielen wir doch einfach das Ding mal weiter. 18 Jahre alt, macht Millionen. Was kann alles passieren? Klar, das kann genauso weitergehen. Der Typ ist mit 25 durch, zieht nach Los Angeles, riesige Villa, lebt sein Leben, bestes Leben ever. Okay, anderes Szenario. Er macht halt Fehlinvestments, zieht falsche Leute an, geht insolvent mit seinem Unternehmen. Andere Geschichte, er wird drogenabhängig. Ja, verpasst vielleicht, was ich bei vielen Leuten sehe, diese ganze Partyzeit. Studium, na, irgendwie aus der Schule raus, verpasst die Partyzeit. So mit 22, 23 hat er die Kohle, geht in den Club, na, ballert sich Koks, ballert sich Alkohol und so weiter, stürzt übelst drauf ab. Ja, wer weiß, wie stark.
Und auf einmal ist das Geld vielleicht weg, auf einmal ist der Erfolg weg. Und der 30-Jährige hat sich das so angeguckt und so gedacht, boah, ich hätte aber mit 18 schon. Und ich finde das immer alles Schwachsinn, weil ich glaube, jeder hat seine eigene Zeit. So, ich glaube, bei mir war das völlig in Ordnung, dass ich fucking 27 war und erst dann angefangen habe, mich selbstständig zu machen. Mhm. Weil vorher war ich gar nicht ready dafür und es war völlig in Ordnung. So, weißt du, ich bin jetzt 35, bin übelst happy. So, also mein ganzer Weg, ich habe jedes Jahr enjoyed. Und ich glaube, es war völlig richtig so. Ich habe mein Studium gemacht, ich habe im Studium viele Dinge auch gelernt, jetzt gar nicht klar. Ich habe Germanistik studiert, hat mir bestimmt was gebracht für die Bücher. Ich habe Kunst studiert, hat mir sowas gebracht wie das Wort Duktus, ne, um jetzt in so einem Podcast zu flexen. Nein, aber ich habe zum Beispiel gelernt, Struktur zu haben, Ordnung zu haben, erste eigene Wohnung. Ich bin ja direkt zu Hause ausgezogen, ich habe ja auch mal in London gelebt, ein Dreivierteljahr nach meinem Abitur und so. Und das hatte ich auf einmal alles mit 27. Ein 18-Jähriger hat das aber nicht. Ja. Und jetzt einfach nur noch ein weiteres Beispiel, was ich mir oft denke. Mit 18, also aus der Schule raus, abbrechen, selbstständig machen. Klingt super geil. Weil, ey, du hast den ganzen Tag 24 Stunden nur für mein Baby, für mein Business und so weiter. Das Problem an, dass du keinen Chef hast, ist aber oft, dass du keinen Chef hast. Weil du sitzt dann zu Hause und denkst, ah, okay, ja, okay, jetzt habe ich den ganzen Tag. Ich glaube, ich schlafe eine Stunde länger. Ein Kumpel schreibt gerade, ja, komm, ich mache den Walk. Ich bin selbstständig, ich kann es mir erlauben. Eine Reise nach Dubai, machen ja alle, ne? Ich glaube, das mache ich auch mal. So mit Laptop vom Pool aus arbeiten, das propagieren ja alle im Internet, muss mega geil sein. Wenn du einmal mit einem Laptop im Pool saßt, dann wirst du sehen, du wirst dort nicht arbeiten. Also niemand arbeitet, während er im Pool sitzt am Laptop. Das ist für Instagram, ne? Das ist halt Instagram, das ist Bullshit. Was willst du denn da arbeiten? Willst du ein Buch schreiben, während du im Pool sitzt? Oder, ja. Also weißt du, ich meine, das ist halt alles Bullshit so. Und dadurch, dass du auf einmal keinen Chef hast, sitzt du zu Hause, es kann passieren, dass du super unproduktiv bist. Mhm. Weil wir hatten das in einem Urlaubssemester. Ich habe ja auch während meines Studiums, war ich ja schon selbstständig. Ne? Ich hatte eine GbR früher. Und wir haben irgendwann so gedacht, weil wir haben das schon genutzt. Morgens Uni, nach Hause, Selbstständigkeit. Webseiten gebaut für Fitnessstudios und so. Und irgendwann dachten wir, ey, wie krass wäre das, wenn wir ein Urlaubssemester nehmen, wir können nur noch hustlen. Mhm. So, Ende vom Lied, wir nehmen das Urlaubssemester, sitzen zu Hause und fragen uns jetzt den halben Tag, den wir mehr haben, was machen wir eigentlich in der Zeit? Weil es waren ja nicht automatisch doppelt mehr Kunden. Also wir konnten die Zeit gar nicht füllen. Und wenn ich jetzt so an dieses Jahr denke, oder an dieses halbe Jahr, das war ein Semester, muss ich ehrlich sagen, wir sind einfach mehr rausgegangen. Wir haben mehr Basketball gespielt, wir haben mehr sinnlos gebrainstormt, so, weißt du, ich meine? Aber wir waren nicht wirklich produktiver. Ich würde sogar sagen, wir waren unproduktiver. Weil wenn du nur 2 oder 4 Stunden hast, dann wertschätzt du die viel mehr, als wenn du den ganzen Tag hast. Arbeit sich ausdehnt, um die vor eine Zeit zu füllen. Ja, finde ich cool. Also auch so. Diese generelle Einschätzung, dass man sich da, dass man erstmal sich entspannen kann und man muss nicht sofort diesen super Erfolg haben, wo sich dann manche Jugendliche vielleicht reinsteigern. Du bist generell, meinst du, glaube ich, auch jemand, der jetzt nicht so viel protzt. Ne? Du sprichst über dein Networth, du machst dir jetzt nicht so viel aus dicken Karren, Lamborghini, was weiß ich. Du hast andererseits natürlich schon Lifestyle, also man merkt es schon, wenn man so, ne, also es ist eine relativ teure Wohnung, nehme ich mal an und so, man würde jetzt, wenn man so dein Social Media verfolgt, merkt man schon den Erfolg, ne? Ich weiß nicht, was kostet deine Uhr? Also wahrscheinlich mehr als meine. Ich habe die Liste gekauft, ich habe die Liste gekauft für 43, 44, ich glaube jetzt die 60 wert oder so. 60.000 Euro. Ja. Ja, das ist schon, also ist ja schon gutes Investment gewesen, ja. Wolltest du sagen, ja. Ja. Ist das so, dass die im Wert steigen mit der Zeit? Also das ist eine Rolex Skydweller Full Gold, die habe ich bekommen, tatsächlich Liste vom Händler, also ja. Die ist neu reingekommen, er hat mir die für den Preis bezahlt. Und in dem Moment, wo ich die gekauft hatte ich schon 10.000 Profit gemacht, ja. Weil die kriegst du einfach nicht. So ja. Full Gold, Rolex steigen halt schon gut. Ist aber auch auf meiner Lieblings-Uhr-Skala, so ist das halt Platz 2 gewesen, schon sehr, sehr lange. Deshalb habe ich mir die gekauft. Und ich werde die aber, wenn ich mir Platz 1 irgendwann kaufe, werde ich die wieder verkaufen. Weil ich bin null so der Uhrenfreak oder so. Ich würde mich auch freuen, wenn ich die jetzt mit 20.000 verkaufe, alles gut. Ich habe auch zum Beispiel gerade meine G-Klasse zum Verkauf. Ja, habe ich gesehen. Ja, weil es halt ultra Sinn macht. Mercedes hat Stopp gemacht für 2 Jahre. Wir sind die jetzt 2 Jahre oder 2,5 Jahre gefahren.
kannst du gerade auch mit 20.000, 40.000 Euro Profit verkaufen. Aber ich glaube, da gibt es halt schon super viele Leute, die natürlich dann das so verfolgen, dein Social Media, und jetzt denken, ey, da will ich auch hin, ne? Das will ich will mir so eine Uhr kaufen können, ich will überhaupt in der Lage sein, eine G-Klasse zu fahren und so. Und hast du selbst den Eindruck, du meinst ja eben, du bist eigentlich ziemlich zufrieden, wo du jetzt gerade bist. Ist für dich, oft ist es ja so, man hat so ein Ziel und dann will man da hin und dann ist wieder das nächste Ziel und das nächste Ziel. Und man will mehr und mehr und mehr, das heißt es zumindest oft. Geht dir das so ein bisschen so, dass du auch das Gefühl hast, du bist, oder würdest du sagen, ja, du hast jetzt deine Karriere gemacht und jetzt gönnst du dir einfach und jetzt genießt du das Leben? Also genau, ich glaube, das Wort zufrieden ist falsch. Ich meinte, glaube ich, vorhin auch, ich bin nicht zufrieden. Weil ich bin nicht zufrieden, aber ich enjoy jedes Jahr. Also ich glaube, zufrieden sein ist per se, wenn du selbstständig bist, etwas, wo man vorsichtig mit sein muss. Weil alles, was jetzt da ist, kann tatsächlich auch wieder weggehen. Also natürlich habe ich gute Investitionen gemacht. Natürlich habe ich auch beispielsweise in Aktien, ich habe Immobilien und so weiter. Du wirst jetzt nicht mehr auf der Straße landen, nehme ich an. Ich werde nicht mehr auf der Straße landen, aber natürlich könnte ich jetzt auch ein Fehlinvestment machen und sehr, sehr viel Geld verlieren. Ja. Ich rede beispielsweise auch darüber, dass ich mal eine Firma gegründet habe, die auch wirklich gefloppt ist. 100.000 Euro verloren. Ja. So, weil wir damals eine Kommunikations-App machen wollten, die so Features hatte, die damals WhatsApp noch nicht integriert hatte. Ja, zum Beispiel Nachrichten an mehrere Leute weitersenden, Nachrichten im Chat löschen. So, wer kennt's nicht, ne? Dickpick in den falschen Chat und du denkst so, wow, fuck, jetzt sieht Mama das. Kenne ich tatsächlich nicht. Aber okay, jetzt sieht Mama das so. Ja. Und dann habe ich mir damals immer gedacht, warum kann ich diese Nachricht jetzt nicht löschen? Mhm. Und das Schlimmste ist doch, also wo ich tatsächlich drauf gekommen bin, war halt Folgendes. Ich habe einen Chat mit einem Mädel gehabt und wollte diesen, und der Chat war lustig, da gehe ich jetzt mal nicht näher drauf ein. Aber auf jeden Fall wollte ich diesen Chat an einen Kollegen von mir schicken, an Matthias. Mhm. Und ich habe es aber der TUS geschickt, den Chat. Und wie dumm ist das, wenn du einen Chat mit einer Person an die gleiche Person schickst? Weil in dem Moment weißt du ja... war klar, dass du es an jemanden schicken wolltest. Ja, aber natürlich. Inzwischen kann man doch die Nachrichten überall zurückrufen, ne? Und das war aber, das ging aber damals nicht. Und dann dachte ich mir so, hey, du musst eine Kommunikations-App rausbringen, wo das geht. Was glaubst du, wie viele Leute solche Probleme haben? Oder auch, aber ambitioniert, eine Kommunikations-App. Ne? Das sind ja diese Netzwerkeffekte, das ist ja quasi ein Social Network. Ja, aber das ist auch schon 6 Jahre her. Ne? Ja. Also das ist auch schon echt lange her so. Da war WhatsApp noch gar nicht auf dem Stand wie jetzt. Mhm. Und naja, aber ich zum Beispiel, wir waren einfach zu langsam. WhatsApp hatte die Features. Wir haben die Firma aufgelöst. Ne? Hat 100.000 gekostet. Aber deine Frage war... Okay, Leute sehen das jetzt? Ja, also ich denke, jemand, der dich so verfolgt, sagt, wow, der hat alles, was ich haben möchte, super erfolgreich, da will ich hin. Wo willst du jetzt hin zum Beispiel? Also du wirst, Ich nehme mal an, dass du auch wieder das nächste Ziel vor Augen hast. Ja, aber ich glaube, bei mir ist das so, guck mal, also materialistische Dinge haben mich tatsächlich noch nie so gejuckt, weil ich komme aus einem Elternhaus, wir waren nicht arm, wir waren nicht reich. Aber alles war cool, aber ich bin Einzelkind und bei mir war so, wenn ich Schuhe haben wollte, habe ich lange genug genörgelt und habe die bekommen. So, meine Eltern waren auch sehr offen zum Beispiel, was jetzt so Alkohol angeht oder die beide sind Raucher. So, meine Eltern haben zu mir gesagt mit 13 oder 14, ey, wenn du mal eine rauchen willst, bevor du das irgendwie an der Ecke mit einem Kollegen machst, sagst du uns und du kannst eine Zigarette haben und es ausprobieren. Mhm. So, weißt du, wenn du mal einen Schnaps haben willst, trink mit uns einen Schnaps. Und das Ende vom Lied war, dass ich tatsächlich den ersten Schluck Alkohol außerhalb von dem Glas Sekt an meinem 18., wo ich mich übergeben habe, habe ich mit 21 getrunken. Ich habe vorher keinen Alkohol getrunken. Das ist spät. Also ich war auch ein ziemlicher Spätzünder. So, aber das lag nur daran, dass meine Eltern immer gesagt haben, hier, so, weißt du, ich meine, wenn du willst. Und deshalb war dieser ganze, oh, es ist verboten, sich zu betrinken und so. Oder ich wollte zu einer Geburtstagsfeier, meine Eltern sagen, ey Tom, wenn du da was trinkst und so, wir holen dich nachts ab, ruf einfach an. Weißt du, und ich glaube, cool. Genau, und wir haben auch zu Hause ein cooles Auto gehabt damals, ich weiß gar nicht, irgendein Mercedes oder so. Also keine Ahnung, irgendwie war das immer da und ich glaube, deshalb hatte ich nie so diesen Reiz, das selber zu haben. Auch so diese Uhr zum Beispiel, ich habe mir die gekauft und ich würde jetzt nie auf die Idee kommen, so eine Story zu machen. Also, what for? Weißt du, ich meine, also warum? Natürlich, also ich bin jetzt auch nicht so, dass ich... Aber du gönnst dir die halt schon, ne? Also es gibt ja auch Leute, die so extrem, so Graham Stephan oder so Leute, die super viel Geld haben, aber nichts davon ausgehen können. Ich bin ein Fan davon, sich zu belohnen für Achievements. Das ist meine Spiegel-Bestseller-Uhr gewesen tatsächlich. Mhm. Und ein sehr guter Freund, der Jörg, wo ich auch mit die Marke aufgebaut habe, Jörg Hensel. Genau, der ist ja auch hier auf YouTube unterwegs. Der hat mir zum Beispiel auch die Uhr, die mein Grail ist, angeboten.
fast zur Liste und hat mich gefragt, ob ich ihm die gerne abkaufen möchte. Und ich hätte mir die kaufen können, vom Preis her, aber ich habe zu ihm gesagt, nein, weil ich habe gerade kein Achievement. Und ich bin einfach so ein Typ, ich verbinde mit so etwas wie ein Auto, diese Wohnung, diese Uhr, ich verbinde damit Achievements. So. Was ist das Nächste in deiner Roadmap? Sind das vor allem Karrierefragen, das kann auch was Persönliches sein, ich weiß nicht, Beziehung oder sonst was. Was fehlt quasi noch in deinem Leben für das Gesamtpaket? Es ist schwierig zu sagen, aber ich bin halt so ein Wettkampftyp. Also zum Beispiel, du hast YouTube angesprochen. Ich bin ja erst seit ein paar Monaten, dass ich wirklich so ein bisschen mehr Zeit in YouTube stecke. Ja. Man muss auch dazu sagen, ich bin ja kein Fulltime-Creator. So, also ich bin ja mehr oder weniger Unternehmer, wenn du es jetzt so nimmst. Also ich habe die Agentur, das ist ja schon mein Main-Business. Und diese YouTube-Videos zum Beispiel sind wirklich ein Hobby. Und früher war das halt so, ich habe in YouTube-Videos 2 Stunden investiert. Also ich habe mich hingesetzt, ich habe geskriptet, mein Videograf kam, ich habe abgefilmt, dann am Ende, ja, wir brauchen noch ein Thumbnail, fertig. So, und irgendwie hat mich das dann doch gewurmt und ich dachte mir so, ja, ich will jetzt mal 100.000 bei YouTube haben. So, irgendwie so, das geht mir alles zu langsam. Warum funktioniert das denn nicht? Damals wollte ich 100.000 bei TikTok, habe ich 1 Monat gebraucht, immer wie, also habe ich jeden Tag... 1 Monat? Ja, ich habe jeden Tag wirklich TikTok, so 10 Videos gepostet. Ne? Und in 1 Monat hatte ich 100.000 und Motivation verloren. Weil ich so, das war mein Ziel. So, irgendwie war dann nicht das Ziel, 1 Million zu machen, so, sondern 100.000. Und bei YouTube wollte ich das dann unbedingt auch. Und dann habe ich sehr, sehr viel Zeit investiert. Und jetzt würde ich sagen, ja, wir wissen jetzt mittlerweile, wie das Game funktioniert so. Und jetzt habt ihr die 100.000? Genau, wir haben jetzt, glaube ich, 125 sogar. Und Motivation ist noch da? Motivation ist noch da, weil jetzt ist so mein Ziel... Also ich muss mir immer Ziele stecken. So, jetzt will ich, dass jedes Video 100.000 bekommt. Mhm. Dann will man, dass jedes Video 500.000 bekommt. Goldener Playbutton irgendwo. Ja, einer meiner besten Freunde, der Marc zum Beispiel, ist gerade sehr, sehr viral unterwegs. So. Marc Eggers, mit dem habe ich immer über YouTube geredet. Mhm. Und es gab Zeiten, da haben wir beide 20.000 Views gehabt auf unsere Videos und waren so, fuck mal, was läuft schief bei uns? Ja, und wir haben abends immer geredet. Und das, ich glaube, diese Gespräche haben mich so angespornt, dass ich mir so dachte, okay, dann lass uns die Messlatte mal auf 50 oder 100.000 pro Video setzen. Und er macht gerade pro Video 500.000 bis 1 Million Klicks. Und weißt du, ich kenne halt diesen Werdegang von, so ist der von 20.000 auf 1 Million Klicks. Und dann ist es so in meinem Kopf, okay, dann kann ich das halt auch. Aber ich bin immer ein Typ, der diese Challenge braucht. Ja. Ja. Und um deine Frage konkret zu beantworten, ich habe eine Holding gegründet dieses Jahr. Die ist seit letzter Woche durch. Der Grund ist, dass da 3 neue Firmen drunter kommen. Ich werde dieses Jahr ein physisches Produkt rausbringen. Ich werde dieses Jahr, also ich werde ein physisches Verbrauchsprodukt rausbringen. Das ist tatsächlich so ein bisschen mein kleiner Traum. Auch schon länger gewesen, weil ich freue mich einfach auf diesen ganzen Prozess, das zu entwickeln auch. Mhm. Kein Weight-Label-Shit, sondern wirklich from scratch. Ich werde ein digitales Produkt rausbringen, diesen Sommer. Kein Videokurs oder sowas, sondern eine App. Um mir es auch noch mal so ein bisschen zu beweisen, dass ich auch eine App rausbringen kann. Das ist auch keine Torben-Platzer-App oder so. Mein Name ist da überhaupt nicht drin, aber ich bin derjenige, der die Idee hatte und mache das mit 2 anderen zusammen. Genau. Und ich werde auch noch was Drittes dieses Jahr machen. Da möchte ich jetzt eigentlich noch nichts zu sagen. Okay. Weil mir das dann, glaube ich, Druck aufbaut, den ich nicht so gerne haben will, weil Leute dann danach fragen oder so. Aber das ist auch eher Ende des Jahres. Aber ist schon alles sehr zielorientiert. Also finde ich gut. Du hast schon immer wieder dann diesen nächsten Meilenstein. Wie ist es mit privat? In deinen Instagram-Stories ist das so ein Running Gag, dass du irgendwie so deinen Beziehungsstatus, dass du ewig Single bist. In deinem Buch schreibst du, du hast ein Tattoo einer Catwoman, die irgendwie deine quasi ideale Lebensgefährtin oder so verkörpert. Solltest du ihr eines Tages begegnen. Mhm. Ist das was, wonach du, suchst du aktiv nach der Catwoman? Gar nicht. Ich suche nicht. Nee. Kein Thema? Nee. Also, ich will auch momentan keine Freundin. Keine Ahnung. Ich war immer ein Beziehungstyp. Da haben wir auch vorhin kurz drüber geredet. Ja. So, du hast, glaube ich, mir auch gesagt, du immer in Beziehung gewesen. Also, ich habe eine Freundin gehabt. Seit ich 16 bin, hatte ich immer eine Freundin. Fast immer ein nahtloser Übergang. So, eine Beziehung war vorbei und immer hat man sich innerhalb des nächsten Monats gefühlt irgendwie in wen Neues verguckt. Ja. Ich habe meine letzte Freundin gehabt vor 3,5 Jahren, glaube ich, hier in München auch. Und danach habe ich mir irgendwie gedacht, nee, ich fühle das gerade nicht. Weil, klingt jetzt vielleicht ein bisschen komisch, aber ich weiß nicht, ich bin so viel auch durch Social Media und so, ich bin so viel mit anderen Leuten und du hast dieses ständige Feedback. So, ich finde das zum Beispiel ein ultra spannendes Thema. Rezo hat da auch mal drüber geredet. Also,
Wir beide sind ja jetzt zwei Creator, die jetzt nicht Millionen von Leuten angucken, noch so, nicht. Sondern Hunderttausende vielleicht. Noch nicht. Noch nicht. Ja. Aber der Punkt ist halt, wenn unter einem YouTube-Video 2000 Kommentare sind und die Leute schreiben, ja, das Video gefällt mir nicht, mag dich nicht, du bist hässlich, du bist schön. Ich glaube, das macht schon mit einem was und ich glaube, man braucht dann auch einfach viel Zeit für sich. Und ich merke gerade so, ich genieße diese Abende, ich bin ja so Nachtmensch auch, wenn ich von 12 bis 2 Uhr alleine bin oder von 23 bis 2 Uhr, ich genieße das. Und ich würde da momentan einfach ungern jemanden haben, der so da ist. Also ich will einfach für mich sein, so, weißt du? Ich will so meine Routine machen, ich will so mein Ding machen. Letzte Beziehung war auch so ein bisschen in der Öffentlichkeit. Ich habe die so auch gezeigt bei mir in den Storys und so. Gab coole Sachen, die daraus entstanden sind, so. Gab auch irgendwie uncoole. Damit protzt du auch gar nicht übrigens, denn also es ist ja schon also mit Frauen oder so in deinen Storys. Denn du, ich meine, du bist jetzt nicht, hast jetzt nichts Festes, aber du hast schon jetzt Erfolg in der Damenwelt, ne? Könnte man sagen, bestimmt. Oder weißt du das? Würde ich also doch. Ist das Vermutung oder? Ja, also. Oder beziehst du jetzt gerade private Informationen in diesem Podcast? Das ist ja ein semi-privates Gespräch. Hast du auf jeden Fall schon ab und zu mal angedeutet, dass das jetzt nicht schadet, ob das jetzt der Erfolg oder die Tattoos oder der Social Media Status oder die Sichtbarkeit ist? Also, dass du da schon regen Kontakt zur Damenwelt pflegst, auch wenn es jetzt nichts Festes ist. Das kommt jetzt aber in deinem Social Media. Das sagt er einfach so jetzt. Das sage ich hier einfach so im Podcast. Du meinst jetzt Frauen in der Story zeigen? Das sieht mir, also ich meine, wenn ich, also so im ja. Stil des Deutschrappers, der jetzt irgendwie sich ständig ablichten lässt mit leicht bekleideten okay. Frauen, machst ja. du, das genießt du eher hinter den Kulissen, kann man das so sagen? Ich sag, also, boah, Real Oder Talk. Oder ist jetzt unangenehm? Nein, aber Real Talk, das ist ein wirklich schwieriges Thema, aber guck mal, also, wenn ich jetzt mal auf einer Party war früher, oder wir haben auch früher hier mal so Love-Partys gemacht oder ja. so, ne? Dann war hier so ein Mädel, oder es waren mehrere Mädels da, und dann hatte ich mal eine Story mit so einem Mädel gemacht. Das Feedback der Leute ist halt so 50-50. Es gibt Leute, die finden das cool, die sagen, oh, hübsche Mädels am Start. Es gibt aber auch Leute, die sagen so, oh, nee, feiere ich gar nicht, so, hast du die da gerade irgendwie angefasst oder so? Ich habe mal so eine Story gemacht, ist auch schon ewig her, 4 Jahre oder so, da habe ich so ein Mädel auf dem Schoß sitzen, und dann mache ich mit der so eine Story und mein einer Arm ist halt so auf ihrem Oberschenkel. Und die hat so ein Kleid an und so und klar, ich fasse der so halb zwischen die Beine und mache mit der halt so eine Story und wir reden ja. halt irgendwas. War halt wirklich so, also habe ich in dem Moment, klar, man hat irgendwie was getrunken, in dem Moment habe ich diese Story gemacht, gar nicht drüber nachgedacht. Ich gucke die Nachrichten am nächsten Tag, denke so, wow, so 50%, oh, Stecher, oh, hier, geile Tuss und so. Und die anderen 50%, ja, weiß nicht, Torben, also schon komisch und so, wie du die da angefasst hast. So, also weißt du, so, das war dann... Und dann habe ich gedacht, okay, man muss wirklich aufpassen, was man macht. Und bei meiner Ex-Freundin war es so, ich habe die ein, zwei Mal in den Storys gehabt. Und ja, dann kriegt die natürlich Nachrichten. Ja, oh ja, glaub mal nicht, dass du die Einzige bist bei Torben. Und ja, ich habe gehört, mit der hat der auch mal geschrieben. Ja, ja, das ist natürlich, also sowas ist natürlich mega nervig. Dann gibt es natürlich auch absolute Übertrolls, die sich dann neue Profile machen, die der dann schreiben, ja, er hat dich betrogen, ich weiß das. Nie betrogen so, aber klar, irgendwelche Trolls halt. Und dann kommt, du hast ein Mädel, die nicht so auf Social Media ist, die weiß ja gar nicht, was sie sagen soll, was sie damit machen soll. Wir waren auf einem Event, oder ich, also ich hatte selber ein Event hier in München in so einem Kinosaal. Sie war halt auch da und saß halt vorne, weil sie natürlich unbedingt auch kommen wollte. Kommt in der Pause zu mir, küsst mich halt. Die Leute sehen das halt, wie viel waren da, weiß ich gar nicht mehr, 400 oder so. Die Leute sehen das, denken so, jo, hä? Er küsst sie, ist das seine Freundin oder was? Ja, dann sind die natürlich in der Pause sehr, sehr viele zu, hey, ganz kurz mal, und so. Und dann war das so ein Lauffeuer und so. Und irgendwie, ich weiß nicht, ich fand es irgendwie nervig, weißt du? So, sie zeigt dann so, muss ich dir mal zeigen, guck mal, was der geschrieben hat, guck mal, was sie geschrieben hat und so. Und dann dachte ich mir so, boah, hätte ich dich mal nicht in der Story gezeigt, weißt du? Ja. So, und ja, wenn ich jetzt mich mal mit jemandem hier treffe, keine Ahnung, ja, es gibt viele also es gibt du viele. Stellst das ja, du stellst das so da, als wäre das so die absolut dramatische Seltenheit. Also das Ding, also es gibt viele Freunde von mir, die sagen, Torben, wenn du mal ein Mädel da hast, stream ja. mit der, mach mit der eine Story und ja. so. Habe ich keine Ahnung, weiß nicht. Nee, auf der anderen Seite, ich hatte auch schon mal jemanden hier, das ist auch wirklich schon ein paar Jahre her, fand ich ganz, ganz komisch, weil du musst ja auch immer aufpassen,
Ich muss gucken, wie ich das jetzt alles gut formuliere, dass es politisch korrekt ist. Er meinte vorher noch so, jedes Thema, alles geht, aber ich finde, so ein ganz bisschen bringen wir hier den Torbenplatz. Nein, ich will nur nicht also sagen... Also wenn die Kamera nicht läuft, dann geht es oft um Frauen. Ich will nur nicht, dass es ein völlig falsches Bild hat. Aber guck mal, natürlich, diese Wohnung hier, das ist ja schon eine coole Wohnung so. Das ist eine coole Wohnung, ja. Und du musst natürlich auch immer gucken. Ich bin zum Beispiel, ich hasse sowas wie Golddigger. So, und ich würde nie zum Beispiel einer Frau was, das sage ich jetzt auch mal so, ich würde jetzt nie einer Frau was bezahlen. Also wenn ich mit der jetzt essen gehe, zahle ich das Essen. Wenn ich jetzt in Los Angeles bin und mir schreiben irgendwie Mails bei Insta, wäre so schön, wenn ich dabei wäre. Und dann würde ich sowas sagen wie, ja. Und sie sagt, ja, lass mich doch einfliegen. Dann würde ich die tendenziell blocken. Ja. Weil, also ich halt gar nichts von so... Dass ihr gleich so davon ausgeht, das ist schon... Genau, so Hobby-Escorts, ja. So, ja. Also bin ich wirklich raus, ne? Oder wenn die dann so sagt, ja, soll ich zu dir kommen, ja, dann rufen wir mal einen Uber oder so, dann wäre ich so, yo, ciao. Das ist ja also, schon so ein bisschen entitled, ne? Genau, weil, also wenn... Wenn sie das vorschlägt, genau, also wenn du als Gentleman mal was gönnst, also... Genau, und wenn sie zum Beispiel herkommt und man würde was trinken und sie darf ja hier nicht schlafen, was ich dir ja auch gesagt habe, wenn sie herkommt, wir trinken was und ich würde dann sagen, hey, fahr bitte nach Hause, ich hole dir auch ein Uber, dann ist das völlig fein. Aber wenn sie vorher sagt, hol mir mal ein Uber zu dir, dann ist der, wo ist der Unterschied, wenn ich mir jetzt eine Nutte hole, weißt du? Und also das finde ich so, feiere ich halt gar nicht. Diese Hobby-Escorts bin ich echt raus. Oder ja, lass uns mal was irgendwie machen und so. Und dann hat die irgendwie so Ansprüche, ja, du gehst aber da mit mir essen und dann, das mache ich nicht. Also entweder kommt das von mir aus oder... Da bin ich raus. Und ich hatte mal ein Mädel hier, das sage ich wirklich crazy. Und deshalb treffe ich auch meistens lieber welche, die nicht auf Social Media so wirklich was machen. Mhm. Die hat sich auch ein Profil so ein bisschen aufgebaut, hat ein paar tausend Follower. Und dann kam die so her und meinte, ja, du wärst cool, wenn ich ein Bild hier mache. Mhm. Und dann war ich so, ja klar. Nicht Golddigger, sondern Follower-Digger. Ja, genau, war so, wäre es cool, wenn ich ein Bild hier mache. Und dann, ich habe früher immer so meine Outfit of the Day-Bilder an so einer Mona Lisa im Flur gemacht. Mhm. So eine Fake-Mona Lisa. Und dann hat die sich da so hingestellt, so ein Bild gemacht. Da dachte ich so, finde ich komisch, aber whatever. So, und naja, ich saß dann so auf der Couch und kam die so wieder und sagt so, ja, ich sag so, er hat es gepostet. Nee, ach, das poste ich dann irgendwann. Mhm. So, okay. So, und naja, der Abend verlief halt so. Und dann, keine Ahnung, sagt sie irgendwann, ja, ich gehe noch mal kurz rüber. Zieht die sich so um. Ich denke so, warum zieht die sich jetzt um? Also sie sah halt echt gut aus so, ne? Hat sie sich so umgezogen, hat sich so vor das, da so hingestellt, halt wieder ein Bild gemacht. Die hatte mehrere Outfits für ein richtiges Shooting. Genau, und jetzt pass auf, so der Abend verläuft, hat auch ein gutes Ende, so alles gut. Und in den nächsten Tagen sehe ich so, wie die jeden Tag so dieses Bild postet. Und wollte damit aber so den Leuten suggerieren, als wäre sie so jeden Tag hier. Ah. Und... Das ist dann aber so weit gewesen, weil sie, also man kannte sie so ein bisschen aus meinen Stories, weil ich habe auch vorher schon mal ein, zwei Sachen mit der gemacht. Witzig. Und dann haben mich so Leute gefragt, so, ah, ist das jetzt deine Freundin, weil die ja jeden Tag da ist. Obwohl sie in Wahrheit nicht mal übernachten durfte. Ja. Hast du auch eben so beiläufig gesagt, aber hier, ne, Torbenplatzer, privat, und, das wollen die Leute hören. So. Ja, und das habe ich so gedacht, was ist das für eine Nummer? Ja. Und dann habe ich wirklich so in der Zeit, wo die hier was gepostet hat, wenn ich unterwegs war, habe ich schnell eine Story gemacht, damit Leute wissen, dass... sie nicht bei mir ist. So, weil du halt wirklich da ja auch, du hast ja super klare Grenzen. Ich fand, dass du mich das total beeindruckt, dass du das eben erzählt hast, dass du meintest, niemand übernachtet hier, es sei denn, es ist eine Beziehung. Ja, safe, krass. Da bin ich echt straight, ja. Weil egal, also ich halte auch nichts davon so, ja, du darfst jetzt nie feiern gehen, du darfst nie Spaß haben oder irgendwie sowas. Ich meine, ich gehe nicht oft feiern, ne, vielleicht einmal im Monat, aber ich ziehe tatsächlich immer meine Abend- und Morning-Routine durch, egal was ist. Ja. Und das mache ich, aber das mache ich tatsächlich seit... Das hast du vorher auch erzählt. Das mache ich auch immer noch. Seit meiner Selbstständigkeit. Also seit 8 Jahren. Never skip. Also wirklich. Also nochmal, Torben hat jemanden zu Gast, dann ist es morgens um 5, sie steigt ins Uber und dann machst du Abendroutine. Da mache ich meine 30 Minuten Abendroutine, ja. Ich brauche das, weil nur das gibt mir so diese Stabilität irgendwie. Ja. Ich konsumiere dann auch, selbst wenn ich irgendwie so ein bisschen drunk bin oder so oder gerade Sex hatte, ich würde dann meine 30 Minuten Buch lesen, würde diese Musik hören, die ich immer abends höre. Ich ziehe das durch, ja. Ich schreibe mir die Goals für den nächsten Tag auf oder so. Ich ziehe das immer durch. Ja. Also ich kann vielleicht an einer Hand abzählen, wie oft ich das in diesen 8 Jahren nicht gemacht habe. Krass. Also da muss schon viel passieren.
Ja, finde ich cool. Auf jeden Fall hinter den Kulissen ist da, glaube ich, einiges los, was Instagram nicht mitbekommt. Und sehr, sehr viel Gossip, was es bestimmt geben könnte. War ja auch nicht immer so in deinem Leben. Ja. Fand ich ganz spannend übrigens. Du hast ja diese sehr, sehr starke Brand und so diese Persönlichkeit und wirkst ja eher fast, du sagst manchmal, dass du eigentlich eher auch eine schüchterne Seite hast, aber du wirkst eher, wirkt irgendwie extrovertiert. Das ist ein extrovertierter Vibe, ne? Dass du überhaupt in die Kamera sprichst und auf Social Media bist und so. Und du warst ja schon ein richtiger Nerd früher und bist es im Herzen vielleicht auch noch. Ich fand das total, safe Nerd, Bro. Ich fand das... Ja. Das hat mich so überrascht, als ich dich zum ersten Mal gesehen habe. Und dann habe ich das irgendwann mal am Rande mitbekommen, dass du auch so zockst, Computerspiele und so. Und dann habe ich gesehen, du hast ja richtig professionell Computer gespielt. Das hat mich total geflasht, dass du, als du hast angefangen, Warcraft 3, bestes Spiel, habe ich auch nicht so extrem wie du, aber habe ich auch immer aktiv gespielt. Und dann hattest du eine riesen World of Warcraft Zeit und du warst eher so der total in sich gekehrte Computerfreak, nicht so der große Draufgänger-Typ oder so in der Schule. Aber bin ich auch heute nicht. Also ich glaube, das ist auch der Grund, warum ich gerne Leute zu mir nach Hause hole, weil klar, hier, das ist halt so mein Revier auch. Also bei dir hätte ich jetzt kein Problem, wir kennen uns, wir haben uns schon mal getroffen. Wir berühren uns ja auch hier die ganze Zeit. Mit dem Knie unterm Tisch. Ne? Genau, also von daher, das ist kein Problem. Wenn ich auf neue Leute treffe, bin ich tatsächlich introvertiert. Ich würde auch nie in den Club gehen und hier, ich bin's und so, wer ist da oder so. Man würde aber nicht Nerd sagen. Also wenn man dich so sieht, so wie du dich, ich weiß nicht, kleidest, gibst. Ich bin nicht der Stereotyp-Nerd, aber im Herzen. Ich würde jetzt nicht sagen, der ist bestimmt Informatiker. Aber im Herzen so. Schon. Ich liebe zum Beispiel auch Tage, wenn ich jetzt meinen Google-Kalender gucke, ich denke so, yo, da ist heute nichts drin. Mhm. Geil, ich sitze an meiner Station. Ich kann hier heute sitzen, solange ich will. Ich liebe das. Auf meine Monitore, das alles aufzubauen. Ich habe jetzt extra irgendwie noch einen vierten Monitor. So. Ich habe meine ganzen Sachen. Dann darf mich auch keiner stören, so, dann fuckt mich schon ab, wenn irgendwie klingelt, Post oder so. Ich will einfach nur Nerd sein. Nicht zum Zocken, sondern heute ist es halt, also ich spiele tatsächlich seit Jahren gar nichts mehr. Gar nichts? Nee, gar nichts. Weil ich weiß, wenn ich spielen würde, dann würde ich auch echt, dann müsste ich auch viel spielen. Aber ich weiß nicht, wie lange das her ist, aber ich mache ja noch gar nicht so lange Social Media. Es kann also nicht so lange her sein. Habt ihr mal so League of Legends oder so, glaube ich, gespielt? Ja, wir haben mal so haben mal im Stream, glaube ich, mal zwei Runden League of Legends gespielt. Mhm. Aber das war es dann auch. Also ich privat spiele jetzt nie irgendwie eine Runde oder so. Das war dann nur was auf Social Media. Aber jetzt bin ich halt irgendwie produktiv oder fuchs mich in irgendwelche Krypto-Projekte rein, wo wir Videos machen wollen. Klar, früher saß ich 16, 18 Stunden am Tag und hab gedaddelt. Ja. Du warst richtig süchtig auch, ne? Oder? Ich war süchtig und in Warcraft 3, damals fing es an mit Clan. Ich war damals bei einem guten Clan, so ich habe Geld bekommen sogar dafür. Ne? Ja. Also ich habe echt einen Monatsvertrag gehabt. Das du hast bezahltes Coaching genommen? Ja. Habe ich auch übrigens mal. Also für Gaming? Ja, ich habe Dota 2 für Privatstunden gezahlt. Geil, ja, ich auch. Bei Ivan habe ich damals 90 D-Mark gezahlt. Dann hat er mir mit Undead beigebracht, wie man mit den Ghoulen und einem Dreadlord Leute surrounden kann. Ja. Also dafür habe ich, meine Eltern haben Ivan... Das können wir hier richtig abnören. Dann müsst ihr aufpassen, dass wir nicht zu sehr diese... Ich würde es nur sagen. Er hat damals Geld dafür bezahlt, dass ich in diesem Computerspiel besser wurde. Ja. Wobei ich da muss ich noch kurz, das ist jetzt mega nerdig und die Leute können vorspulen, aber in deinem Buch, eine Sache als Warcraft 3 Fan, da hast du geschrieben, man gewinnt, wenn das Haupthaus zerstört ist. Da dachte ich, der hat zu viel LOL gespielt. Was ist denn da los? Steht so in deinem Buch. Ja, bestimmt doch. Das Spiel ist noch nicht vorbei, wenn man das Haupthaus kaputt macht. Wenn man alles kaputt macht, aber... Ja, okay, wenn man alles kaputt macht. Man wird doch einfach nur revealed. Dachte ich so, was ist denn los hier? Der Warcraft 3 Pro, der hat zu viel League gespielt. Ich habe das gelesen und dachte, das kann nicht sein. Imposter. Du hast recht, man muss alles zerstören. Deshalb hat man ja oft noch so Sachen gehidet, ne? Ja. Guck mal, ist hier der Spiegel-Bestseller? Leute haben schon drüber gelesen. Und jetzt plötzlich merkt er, dass er das Spielprinzip falsch beschrieben hat. Ja. Es ist ein Fehler in meinem Buch, du hast recht. Ja. Ich habe wirklich an League gedacht dabei. Ja. Dachte, das war in Warcraft genauso. Ja. Fuck, ja, du hast recht. Du so einen Town Hall kaputt machst. Ich habe Undead gespielt. Als Undead war das schwierig, was anderes als dein Haupthaus irgendwo hinzustellen, weil du ja diesen kaputten Boden brauchtest. Ja. Und deshalb habe ich das irgendwie so im Kopf gehabt, dass wenn das Haupthaus fällt, bist du im Arsch. Aber das stimmte tatsächlich nur bei Undead. Ja, du bist vielleicht, also du hast, es ist natürlich ein Spielnachteil, also Strategiespiele, ne, für die es nicht verstehen, wenn man da so ein besonderes Schlüsselgebäude kaputt macht, da gibt es Spiele, League of Legends, Dota, wo das Spiel wirklich beendet und das Ziel ist, aber man kann ja auch als in Warcraft 3 mehrere Basen haben, wenn man kein Haupthaus mehr hat, wenn man irgendwann revealed, ist halt auf jeden Fall nicht das Spiel beendet.
Ja, ja, aber als Anwalt kannst du andere Gebäude ja. nicht bauen, weil du den Boden nicht hast. Ja. Also du musst ein Haupthaus haben. Wobei... Wie machst du den Boden denn? Es gibt Items. Dieses Item, was Items, den Boden und dann machen. So ein Ziggurat. Und wenn du eine Goldmine verzauberst, dann bildet sich darum auch dieser Boden. Du hast recht. Oh, okay, ey. Schiss im Verlag, okay. Alter. Ja, ja. Aber du hast recht, ja. In der nächsten Edition vom Spiegel Bestseller wird das korrigiert. 1-0 für dich, das stimmt. Super. Die meisten Zuschauer haben auch wahrscheinlich kein Wort davon verstanden. Punkt ist, Spielesucht war auf jeden Fall auch dabei und ich, bei mir auch, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich kann das sehr, sehr gut nachvollziehen. Ich glaube, ich war nie so extrem in irgendwas drin. Aber ich hatte auch bei Dota 2 schon wirklich Sachen, dass man so sagt, ich habe teilweise auch mal Lernen und andere Sachen wirklich vernachlässigt. Mhm. Ich bin nach der Schule oder nach der Uni schneller nach Hause gegangen, weil ich an diesen Computer wollte. Willst du die witzigste Geschichte hören? Spiel deinstalliert, wieder installiert, deinstalliert, wieder installiert und so weiter. Ja, witzigste Story? Ich habe zwei richtig lustige Stories. Nein, drei sogar, pass auf. Story Nummer eins, in ganz kurz alles. Story Nummer eins war, das war aber nicht, doch, das war tatsächlich Warcraft 3. Meine Eltern haben mich aus der Schule rausgenommen für ein halbes Jahr. Damit ich LAN-Partys spielen konnte. Das ist auch der Grund, warum ich die 11. Klasse wiederholt habe. Was? Ja, also ich habe zu denen gesagt, hey, guck mal, ich habe echt Potenzial. Im E-Sport. Im E-Sport damals. Als professioneller Gamer. Genau, richtig gut zu werden. Und das fing gerade so an mit Turnieren und so. Und dann haben meine Eltern nach dem halben Schuljahr, was eh schon scheiße lief, gesagt, ja, okay, aber wie stellst du das jetzt vor? Ich sage so, ja, nimm mich bitte raus für dieses Schuljahr. Das habe ich wirklich gemacht. Also ich war wirklich mal ein halbes Jahr... Hast du das mitgemacht? Ja, ich war wirklich mal ein halbes Jahr nicht in der Schule, weil ich LAN-Partys mitnehmen wollte. Toll. Und war dann auch echt in Warcraft 3 wirklich mal ganz gut. Das ist Story Nummer 1, die wirklich lustig ist. Die zweite Story ist direkt im Anschluss, dass ich tatsächlich mal zu einem Schulpsychologen musste, weil ich keine Mappenführung und nichts hatte und so weiter. Aber der Punkt war, ich hatte relativ okayische Noten, aber ich habe genauso viel gelernt, dass ich durchkomme. So, und das war dann, als ich die 11. wiederholt habe, ich habe genauso viel gelernt, dass ich durchkomme. Also immer 3, 4. Und dann musste ich zum Schulpsychologen und dann hat wirklich die so gesagt, ja, aber Torben hat ja keine Mappenführung, deshalb kriegt er ja wieder nur eine 4. Und da hat meine Ma dann sogar, weil die war so toxisch, diese Psychologin. Also die war wirklich so, ja, ey, so muss aufhören, Computer zu spielen, weil er macht seine ganzen Noten kaputt und so weiter. Und dann hat meine Ma echt gesagt, naja, oder er ist halt sehr, sehr schlau und lässt halt alles weg, was viel Zeit kostet, aber wenig bringt für die Note. Mhm. Und dann, also das war wirklich so eine Schlüsselsituation bei dieser Schulpsychologin, weil die dann auf einmal so meine Ma anguckt und die dachte ja, sie sagt gerade etwas, was meine Mutter eigentlich hören will, wo sie dann sagt, ja, Torben, genau. Und meine Mutter stellt sich da auf einmal hin und sagt, naja, oder es ist halt so und so. Und das war wirklich so ein Disput, also die kam gar nicht klar und war so, ja, so. Also sind sie jetzt auch noch auf der Seite ihres Sohns? Und meine Mama sagt, natürlich bin ich auf der Seite meines Sohns. So. Das fand ich schon sehr, sehr krass. Und wir sind da wirklich raus mit der Entscheidung, ja, ich mache jetzt keine Mappen mehr. So nach dem Motto, weil ich gesagt, guck mal, ich lerne immer so viel, dass ich durchkomme. Und das war das Agreement mit meinen Eltern. Ich darf weiter spielen, auch Hardcore, aber ich musste einfach immer durchkommen. Und die dritte Situation, und das ist, glaube ich, wirklich die aller witzigste, das war dann aber World of Warcraft. Gymnasium, 12. Klasse, Englisch, Leistungskurs bei Herrn Roth. Liebe Grüße gehen raus. Der mich gar nicht mochte. Auch aufgrund von, ja, einfach so... Also ich war eigentlich ganz gut in Englisch, aber der war so, ah, Torben ist so lazy. Weißt du, also der ist eigentlich gut, aber ich muss dem trotzdem eine 3- oder eine 4 geben, weil er so unglaublich lazy ist. Mhm. Und es war wirklich so, ich krieg eine SMS. Wir sitzen im Unterricht. Wir mussten ein Referat halten. Ich musste mit Bianca zusammen ein Referat halten. Ich sitze da, krieg eine SMS, dass in WoW so Drachen gespawnt sind, die einmal im Monat spawnen. Das ist so nerdy. Ja. Jesondre oder so hieß der. Und es war wirklich so, jo, die Drachen sind ab. Und ich saß da, ich guck so, es hält gerade jemand Referat. Denkst du, okay, ich guck so zu Bianca. Okay, wir sind die Nächsten. Ich sag so zu Bianca, ey, ich muss los. Sie so, wie, du musst los. Wir haben ein Referat. Ich so, ja, du wirst dann eh nicht halten müssen, sag ich so. Der Herr Roth schon zu uns, hey, hört auf zu reden, bla bla bla. Ich so, ja, wie gesagt, du wirst eh nicht alleine halten müssen, wenn ich jetzt gehe. Sie so, okay. Und so, und dann saß ich da so, meinen Tornister gepackt, genommen,
aufgestanden, gegangen. Und ich, also werde es nie vergessen, so, auch nichts, ich habe gar nichts gesagt. Der Herr Roth wirklich, der guckt so zum Referat, guckt so zu mir und ich habe nur gesehen, wie so sein Gesichtsausdruck so ihm völlig entglitten ist, wie die Tür so zugeht. Und ich bin nach Hause, habe gezockt. Und dann hat mich wirklich diese Bianca angerufen und sagt so, ja, Herr Roth will mit dir reden. Und dann bin ich so reingegangen, während ich so am Spielen war zu Hause und ich sag so, ja, Herr Roth, also Tom, also bist du jetzt völlig übergeschnappt oder so? Was ist los? Bist du unten im Krankheitszimmer? Ich sag so, nein, Herr Roth, ich kann Ihnen das mal genau erklären, aber... Hast du es erklärt? Ja, ich habe gesagt, die Drachen sind da, die kommen nur einmal im Monat, wir müssen die jetzt töten. Sie wollen das jetzt nicht hören, aber es ist, wie es ist. Lassen Sie uns da morgen in Ruhe drüber reden, ich muss mich jetzt konzentrieren, habe aufgelegt. Nicht im Ernst? Ja, blauen Brief. Hast du ihm so gesagt? Ja, blauen Brief bekommen. Ja, natürlich, also. Ja, blauer Brief. Ganz im Ernst. Ja. Die Drachen sind da. Die Drachen sind da, ja. Es ist, wirklich, es ist, diese Story werde ich nie vergessen. Wirklich. Wow. Ja, wie ich sagte, ich kann Ihnen das morgen in Ruhe erklären, Sie werden das jetzt eh nicht checken. Die Drachen sind da, ich muss mich jetzt konzentrieren, wir reden morgen. Krass. Ja, gab es einen blauen Brief. Mhm. Ja. Das ist ja schon, da kann man dann schon sagen, dass man ein Problem hat. Ne? Und ich muss sagen, ich bei Computerspielen hatte jetzt nicht, solche krassen Stories habe ich nicht. Aber ich habe dann schon manchmal gemerkt, ich deinstalliere das Spiel mehrfach und so. Ich will eigentlich nicht mehr zocken, aber ich installiere es dann am nächsten Tag doch wieder. Und dann zocke ich die ganze Nacht und dann bereue es und so. Das ist schon also so ein absolutes Suchtmuster, was ich da mal bemerkt habe. Und deswegen... Ich versuche auch mit Zocken so ein bisschen vorsichtig zu sein. Ich mache schon gern mal, also einmal im Jahr mache ich mit ein paar Kumpels eine LAN-Party, wo wir auch die ganzen alten Sachen, Warcraft 3, Age of Empires 2 und so spielen, immer wieder. Aber so gerade so kompetitive Spiele, so Dota, Starcraft 2, wenn ich da ein bisschen mit anfange, ich bin ja total schlecht drin, das ein bisschen zu machen. Ich auch, ja, das wenn, ist wenn ich da ein bisschen mit anfange, dann will ich gut sein, dann habe ich dieses Kompetitive, dann fange ich an, wieder Paid Coaching zu nehmen, Strategien auszuarbeiten. Und irgendwann, nach ein paar Tagen oder Wochen, denke ich so, Niklas, was machst du hier eigentlich? Also du steckst gerade so viel Energie da rein, in diesem Computerspiel gut zu werden. Also ich bin da nicht sehr gut darin, das casual zu machen. Also, nee, das ist bei mir auch der Punkt. Potenzial auf jeden Fall. Das nicht jeder. Ja, das ist bei mir auch der Punkt. Also ich kann das nicht casual spielen. Ich kann nicht League spielen, weil ich würde nicht drauf klarkommen, in Bronze 2 zu sein, wenn ich mal Diamond 1 gespielt habe. Ja. So, und das ist der Punkt, wobei ich ehrlicherweise öfters mal am Überlegen bin, tatsächlich nebenbei mal so ein MMO oder so zu spielen, weil ich glaube, es kann ein guter Ausgleich sein. Aber das ist ja auch geil. Ich meine, Computerspiele, also auch so Rollenspiele. Man muss aber das hinbekommen, das Casual zu spielen. Ja. Und ich weiß, ich traue mir das nicht zu, weil bei mir war es halt wirklich so, und das schreibe ich auch in dem Buch, gell, ich habe irgendwann diese Spiele deinstalliert und das war, ich habe nicht wieder installiert. Harter Entzug. Ja, wieder ein bisschen gedaddelt, bla bla bla. Ich habe wirklich League 10 Jahre später mal wieder installiert. So. Aber das war nicht so, 3 Monate später installiere ich es wieder und zocke. Das war wirklich, wie in dem Buch beschrieben, so. Ich bin mit Andi, so ein Hunter damals, Natalia hieß der im Spiel, ich bin mit dem so im TS und das war wirklich so der Moment, wo ich mir so dachte, Digga, was machst du hier? Du laberst mit dem jetzt hier die ganze Zeit über so einen Müll. Und ich weiß nicht warum, ich war wie so in Trance. Ich bin so aus dem TS. Einfach, ich so, der hat geredet, gell? Und ich war gar nicht so, yo, ich bin mal weg. Ich bin so aus dem TS einfach mal raus, disconnected. Das ist Tom, das geht nicht mehr. Und dann habe ich das deinstalliert. Und damals war das noch nicht so, dass man irgendwie alle Gamer auch bei WhatsApp und so hatte. Sondern man hatte die nur so bei, was hat man benutzt? ICQ oder so? Ah, weiß ich gar nicht mehr. IM Messenger oder so. Und die haben mir auch über verschiedene Wege geschrieben. So, yo, Tom, was ist los? Ich habe einfach alles ignoriert. Weil ich mir so dachte, das geht, also entweder ich muss jetzt diesen kalten Entzug machen. Das geht nicht anders. Ja, und das ist ja auch gerade charakteristisch, wenn man süchtig ist, dass man entweder, dass man es nicht ein bisschen machen kann. Dass man dann wirklich Abstand braucht. Würdest du sagen, dass sich dieses Suchtpotenzial dann auch auf andere Bereiche erstreckt? Zum Beispiel, ich muss ja hier Simon gestern, ne? War gestern mit Simon Ruan Open Mind feiern. Ruan, ich hab den Namen noch nie gehört. Ja, bei dir das erste Mal in der Story. Wo hast du es gesagt? Simon Ruan? Ja, du sagst in der Story, ich war mit Simon Ruan unterwegs. Oder Ruan oder so. Ist ja irgendwie Open so Mind. Irischer Name oder so. Ja, ich wusste gar nicht, wie er heißt richtig. Ja, Open Mind. Open Mind, nennst du ihn auch so ins Gesicht, ja? Hi, Open Mind. Was geht Open Mind? Nee, ich sag schon, eigentlich würde ich gerne Simon sagen, aber er will ja lieber Simon genannt werden, ja.
Auf jeden Fall, wer ihn nicht kennt, Open Mind auf YouTube. Und er meinte, ja, wenn du morgen mit Tom sprichst, dann unterhalte ich mal mit ihm über sein Kratom und Fannybute. Ja, ist ein Running Gag. Problem. Übrigens, das ist ja auch eine spannende Frage, weil ich meine, wie spricht man das aus? Weil Simon sagt irgendwie Fannybutt, du sagst das so sehr deutsch, Fannybute. Ich habe dann ein paar Videos mal aufgemacht von so englischsprachigen, teilweise auch so offiziellen Fernsehsendungen. Die meisten sprechen es auf Englisch wohl Fannybute aus. Ich sage das extra so deutsch, weil... Kommt aus dem Russischen oder so. Weil das, genau, weil das bei uns einfach so ein Running Gag ist. Ja. Und ich sagte, also ich habe keine Ahnung, wie man es richtig ausspricht. Er meint auf jeden Fall, ich soll mich mit dir über dein Problem unterhalten, dass das auch so ein bisschen am Eskalieren ist. Guck mal, das Ding ist, ich habe den Simon ein bisschen geärgert. Guck mal, wir haben dieses Fannybute-Video gemacht. Ich kenn den Stoff überhaupt nicht. Und er hat gesagt, hey, hast du Lust, mit mir so ein Video zu machen? Du hast mir aber gerade davon was angeboten, ne? Dafür, dass du es nicht kennst. Ich habe es dir nicht nur angeboten, du hast es auch sehr wohlwollend genommen. Können wir auch mal gleich drüber reden. Auf jeden Fall. Hey, wenn du mich hier in diese Frauengeschichten reinziehst, dann... Ja, nee, alles gut, alles gut. Nee, aber auf jeden Fall, guck mal, er wollte dieses Video mit mir drehen. Und da habe ich zu ihm gesagt, klar, also er wollte auch mit mir dieses LSD-Video drehen und ich bin eh für alles offen. So, wenn er mir jetzt keine Heroinspritze setzen will oder so, ich würde mit ihm auch das LSD-Video drehen, weil ich habe überhaupt kein Problem damit, Dinge irgendwie einmal auszuprobieren oder sowas. Und dieses Fannybute war halt so lustig, weil wir nehmen das mitten in der Nacht um 2 Uhr oder so, gell? Oder 1 Uhr. Und dann gucke ich ihn so an und sage, okay, wie lange braucht das denn, bis es wirkt? Er so, ja, 2 Stunden. Ich so, Bro, warum nehmen wir das dann mitten in der Nacht? So, für dein Video, was machen wir denn jetzt? Weil ehrlich gesagt, ich war so, lass das mal nehmen, abdrehen und dann geh mal nach Hause, ich will pennen. So. Ja. Und er so, ja, wir müssen jetzt 2 Stunden warten. Und das hast du mir ja auch zugesichert übrigens. Ne? Wir haben es jetzt hier genommen und ich... Also spürst du was? Noch, ich glaube nicht. Ich habe die ganze Zeit so Placebo-Effekte. Mhm, ja. Ich weiß es noch nicht. Aber ich meinte, ey, wehe, das kickt mitten im Podcast und irgendwie der Podcast wird ruiniert. Aber vielleicht wird der Podcast sogar besser. Dann. Nein, also auf jeden Fall, wir haben es genommen und nach 2 Stunden, wir saßen da eher so mit seiner Stoppuhr und so. Ich sag, Bro, ey, es passiert nichts mehr jetzt. Lass uns mal aufhören, bitte. Oh, das ist immer das so, Beste. Und dann sitzt er da so und dann meinte ich so zu ihm, komm. Und dann habe ich halt für sein Video, das war eigentlich auch so ein bisschen so ein Gag, ich habe dann nochmal so einen Löffel davon genommen, weil er hat das alles so abgewogen und so. Ne? Und man muss dazu sagen, das ist jetzt keine Droge aus dem Darknet oder so, das kannst du frei kaufen. Ne? Also einfach, das ist frei verkäuflich, so. Das ist jetzt nicht unerlaubt oder so. Und dann habe ich einfach so einen Teelöffel genommen, habe den genommen. Und er so, oh Gott, Torben, was hast du gemacht und so. Genau so hat er mir das auch angeboten. Genau, und das Ding ist ja, ich bin dann einfach schlafen gegangen und ich habe dann 9,5 Stunden geschlafen, weil dieses Fannybute ist wohl so, das ist eigentlich eine Droge für russische Soldaten gewesen, dass die nachts pennen können, während irgendwie die Bomben einschlagen. Ja. Das heißt, man schläft sehr, sehr gut da drauf. Übrigens, aber Disclaimer, wir empfehlen das alles niemandem und nichts. Nee. Das ist ja keine Promotion oder so. Und wenn du halt ein bisschen weniger davon nimmst, ist es halt so euphorisierend. So. Das Ding war halt bei mir, ich habe das genommen, bin pennen gegangen, ich habe ultra gut geschlafen, ich war sehr, sehr gut drauf am nächsten Tag. Ja. Also es hält halt 24 Stunden die Wirkung. Und seitdem ärgere ich den Simon immer. Der hat ja so ein Video drüber gemacht und bei ihm, glaube ich, hat das 3 Tage gewirkt oder so. Ich weiß nicht, ob er vielleicht fürs Video oder so ein bisschen extrahiert hat alles, aber auf jeden Fall ärgere ich ihn seitdem damit immer und sage, ich nehme jetzt Fannybute. Ich habe das, seit wir das Video genommen haben, habe ich das selber 3-mal genommen. Seit wir das und das Video war vor einer Woche? Nein, das Video war vor 2 Wochen, ich habe es jetzt 3-mal genommen. Ja. Es stimmt, ich habe es 4-mal genommen. Inklusive heute? Inklusive heute habe ich es 4-mal genommen. Du hast sogar unter seinem Video noch kommentiert, dass du es gerade schon hast. Ja, genau. Ich habe das für sein Video genommen, ich habe es einmal danach, ich habe es einmal noch mit Chris genommen und einmal heute mit dir. Ich habe es 4-mal genommen. Ich finde den Effekt jetzt nicht so mega heftig. Wie würdest du also nicht sagen, dass du ein Problem hast? Nein, ich habe kein Problem mit Fannybute. Ich glaube nicht. Wer weiß. Also wir werden das weiter beobachten. Ja. Du hast ja übrigens, apropos Sucht, das finde ich auch noch ein spannendes Thema, wir haben es vorhin ganz kurz angeschnitten, du hast auch von einer Sucht schon auf Social Media relativ viel gesprochen, die ich gar nicht so auf dem Schirm hatte als Thema, muss ich sagen. Bis jetzt war gar nicht so meine Bubble, und zwar Pornosucht und diese ganze No-Fap-Bewegung. Du hast mehrere YouTube-Videos gemacht. Ich glaube sogar eines deiner ältesten Videos, die noch sichtbar sind. Du bist ja einer dieser Schlinge, die die ganz alten Videos irgendwie alle nicht mehr sichtbar gemacht haben. Wäre übrigens, ganz ehrlich, wäre, glaube ich, super cool, dein allererstes Video, das du in deinem Buch auch erwähnst, das irgendwann wieder zu posten. Wenn du es wieder postest. Wenn du meine YouTube-Videos nicht nur die Thumbnails angucken würdest, sondern auch die Videos mal, was man so unter Freunden ja macht. Ja. So, dein Video habe ich zum Beispiel auch gesehen. Ne?
Hier ja. Produktivitätswerbung, irgendwie 10 Minuten Werbung, Placement drin. Wenn du dir die wirklich angucken würdest, dann wüsstest du, ich habe mein erstes Video gepostet. Zumindest einen kleinen Ausschnitt daraus. Ja. Es gibt mein allererstes Video. Das ist aber irgendwo in einem anderen Video drin. Du kannst jetzt nicht erwarten, dass ich alle deine Videos gucke. Das ist in meinem 100K-Special. Verlinken wir hier mal. Okay, ja, Link in der Beschreibung. Ich werde es mir dann auch angucken. Das wird mein erstes Torben-Platzer-Video, das ich dann sehe. Wirklich? Nee. Ist noch nie ein Video. Oh, oh, die Reaktion. Mein erstes Video habe ich gemacht. Canon EOS 600D 2008, 2009. Stativ auf dem Bett gestellt, im Studentenwohnheim, da vorgestellt, gesagt, ey Leute, das ist mein erstes Video, let's go. Das, davon ein Ausschnitt ist in meinem 100K-Special. Ich sehe ganz anders aus. Da hast du auch so schiefe Zähne gehabt. Geil. Und so. Also ja, ich habe dein 100K-Special tatsächlich anscheinend nicht geguckt. Aber werde ich mir angucken. Mach dein Ding. Und, aber dein, eins deiner ältesten noch sichtbaren Videos ist, No-Fab, ist tatsächlich ja. NoFap. Du masturbierst nie? Nee. Warum nicht? Bringt nichts. Ich habe gehört, ich habe mal gelesen, dass ich hätte noch mal recherchieren sollen. Ich habe gelesen, dass es Studien gibt und Leute, die sagen, dass es sogar tendenziell Prostatakrebs vorbeugt. Ja, das ist immer so das Argument dagegen. Also, ey, kann sein. Phenibut, glaube ich, verursacht auch Krebs in kleinen. Also, weißt du, wie ich meine? Alles so. Ist Aspartan in Cola jetzt so gut und so? Nee, also ganz ehrlich, ich war jetzt nie so der. Ich war nie der Pornogucker. So hat mich ehrlich gesagt, ich glaube, ich habe ein so komisches Erlebnis mit Porno gehabt. Ich dachte, du warst, meinst du nicht sogar, dass du eher, also in diesen Videos, dass du eher pornosüchtig warst? Nee. Und dann auch so einen harten Cut gemacht hast? Nee, wie gesagt. Nee, dass du Leute kennst. Ja, genau. Also ich habe wirklich Kollegen gehabt. Ich meine, das ist ja auch nicht so ein Thema, wo du jetzt so, oh, ich habe mir gerade wieder einen runtergeholt. So. Nee. Aber ich habe schon Kollegen gehabt, so, die gesagt haben, oh, erst mal einen runterholen und so. Und man verharmlost das ja so ein bisschen. Also zusammen? Nein, die haben das dann so gesagt, oh, ich zu Hause komme und so. Also. Das Ding war, ich habe damals Pornos geguckt, bevor ich das erste Mal Sex hatte, weil ich bin ja ein Spätzünder gewesen, in Anführungszeichen. Heute hat ja jeder mit 12 irgendwie Sex oder so. Ich habe mein erstes Mal, glaube ich, mit 16, 17 gehabt, auf einer Klassenfahrt mit meiner damaligen Freundin. Ich war 18. Okay, cool. auf jeden Fall habe ich mir Pornos angeguckt, weil ich mir so dachte, okay, wenn wir Sex haben, ich muss ja wissen, was geht. Ich habe gar keine Ahnung gehabt. So, also habe ich mir Pornos reingezogen. Und alles Mögliche. Mhm. Und dann waren wir, es wird schön entmonetarisiert. Das, oh, das muss man alles, alles bieten, ne? Glaube ich, muss nicht. Auf jeden Fall waren wir dann in diesem Studentenwohnheim und ich habe gesagt, Tine, leg dich hin, ich weiß genau, was zu tun ist. Und sie war so, okay. Und dann habe ich halt diese Sachen gemacht, die in den Pornos waren. Mhm. Und ich habe mir halt keine Amateur-Pornos angeguckt, sondern so gestagte. Ja. Und sie war wirklich, ich glaube, sie war wirklich traumatisiert. Also no joke. Ja. Ich habe ihre Beine hochgenommen und auf die Pussy geschlagen und so. Und die wusste gar nicht, was abgeht. Das war ihr erstes Mal. Das Video wird auf jeden Fall demonetarisiert. Ja, das war ihr, Dankeschön. Das war ihr erstes Mal. Ich dachte so, ja, das geht schon klar. Oder vielleicht eine kleine Ohrfeige oder so. Nee, aber auf jeden Fall, um das jetzt nicht weiter auszuführen, auf jeden Fall, sie war, glaube ich, traumatisiert. Ja. Und ich ehrlich gesagt auch danach so ein bisschen. Und wir waren beide so, jo, das war jetzt das erste Mal. Okay, krass. So. Und danach habe ich so ein bisschen drüber reflektiert und dachte mir, irgendwie real mit einer Frau Sex zu haben, ist nicht so wie im Porno. So, ich habe auch, weil, also die Frauen sehen auch nicht aus wie in den Videos. Ja. Zumindest wenn du die gestagten anguckst. Sondern die Frau hat dann irgendwie auch, weiß ich nicht, nicht diese perfekten Maße und dann hat man hier ein bisschen Zellulite, guckt sich selber in den Spiegel an, denkt irgendwie, mein Ding ist auch nicht so lang wie seiner so. Ja. Du hast jetzt auch nicht so den Cumshot, kannst du auch nicht über 50 Sekunden ziehen und so. Naja, auf jeden Fall habe ich mir irgendwann gedacht, das ist unrealistisch. Mhm. So. Und ich habe dann einfach aufgehört zu onanieren, als ich eine Freundin hatte, weil ich gemerkt habe, wenn ich jetzt morgens onaniere, habe ich abends nicht mal Bock, die mit der Sex zu haben. Ja. So, oder irgendwie so weniger Drive gehabt. Okay, wenn man jetzt, gut, verstehe ich kennst alles. Du dieses, wenn man viel Sex hat. Aber schau mal, kennst du dieses, man holt sich einen runter, bevor man die Frau trifft? Damit man länger, kann. Ja, genau. Das Ding ist halt, ich habe das mal gemacht und ich hatte gar keinen Bock, mit der Sex zu haben. Ja. Weil bei Männern ist das ja auch so, wir sind ja so, wenn wir kommen, haben wir keinen Bock erstmal mehr. Ja. So. Und dann dachte ich mir so, jo, was ist das eigentlich für Müll gewesen? Und dann würde ich lieber, also Tipp an euch Leute, da habe ich meine ganze Sommerferien mit verbracht, damals schon als Schüler, den PC-Muskel trainieren, sehr viel trinken, einfach auf die Toilette gehen und dann immer pinkeln, anhalten, pinkeln, anhalten. Weil irgendwann hast du diesen Muskel so trainiert, dass du einfach
anhalten kannst, dann hältst du 30 Sekunden an und dann resettet eigentlich dieses Gefühl. Da solltest du mal einen Short drüber machen. Das ist wirklich so. Ja. Also wirklich so. Ich kann das eigentlich. Ja, habe ich auch schon gelesen. Wirklich perfekt. Ich trainiere das auch gerade, weil ich auch eigentlich zur Toilette muss. Aber das ist also ist ja gerade ganz, ja. ganz. Und ganz, du wolltest jetzt wissen, warum ich jetzt nicht mehr angefangen habe, oder? Ja, also ich muss sagen, ich finde, also diese No-Fap-Bewegung, das hat mir irgendwie jetzt nie, das hat mich nie so überzeugt. Und ich kann mir, also Pornosucht und so, das kann ich mir super gut vorstellen, wenn es wirklich zum Problem wird. Und guckst du Porno? Ja, aber so ab und zu. Also ich, auch wenn ich es mir jetzt irgendwie selbst mache, ist es meistens ohne, aber vielleicht ab und zu mit. Weißt du? Wenn du es selbst machst, dann lässt du dir Bilder schicken auf Snap. Ich stelle mir das tatsächlich ganz gerne einfach vor. Kein Chat mit einer Frau? Nee. FaceTime? Nee. Also wirklich, einfach Kopfkino. Und wenn das nicht mehr funktioniert und wenn man das nicht kann oder wenn man das Gefühl hat, dass man irgendwie den Porno braucht, dass es ein Problem ist, dass es Leute gibt, die da ein Problem haben, ohne Frage. Aber ich könnte mir jetzt nicht vorstellen, gerade wenn man jetzt mal dein offizielles Narrativ vor der Kamera ist ja, dass du jetzt nicht ständig Sex mit Frauen hast, dann hast du nicht einfach mal Bock, einfach mal doch, aber, selbst? Aber wenn ich Bock habe, dann würde ich mich mit jemandem treffen. Also es kostet ja auch mehr Zeit und alles, ne? Also es ist ja, aber es ist auch geiler. Natürlich ist es besser. Klar. Ich sag dir was. Ja. Du hast einmal die Woche oder alle zwei. Das Ding ist auch, glaube ich, wenn man nicht onaniert, dann. Ich habe das Gefühl, dass diese Sucht nicht nur ist, so ja, ich mache das so einmal am Tag, sondern ich glaube auch, dass du deinen Sexualtrieb besser so unter Kontrolle hast. Also ich gehe auch abends oft ins Bett und denke mir so, ich hätte jetzt gar keinen Bock, Sex zu haben. So, ich mache jetzt mein Ding einfach so, ich gehe ins Bett und dann liege ich da nicht und denke, oh ja, jetzt gar nicht so. Aber nicht. Gut. Und, aber natürlich gibt es so Abende oder so Tage, wo du denkst, oh, ich habe heute Bock, Sex zu haben. Ja, dann mach halt da, also dann würde ich halt das tun, was man früher gemacht hat. So, früher, ich weiß nicht, ich bin auch eher so ein Typ, guck mal, früher, wenn man jetzt ein Mädel kennenlernen wollte, jetzt ist Social Media, schreibst irgendwie bei Instagram ein, zwei Nachrichten, bla bla bla, ja, hast mal Bock, was zu machen. Wie war das denn früher? Wie alt bist du eigentlich? Ich bin 28. Okay, du bist ja auch gar nicht so jung, krass. Ich habe keinen Bart, ne? Das sieht immer. Ja, du könntest auch echt 23 sein. Ja. Weil früher ist man ja auch irgendwie rausgegangen, Club, Party und so, musste auch mal eine klären. So mit einer reden, so klar machen. Und wenn du die dann irgendwie mitgenommen hast oder vielleicht gar nicht an dem Tag, sondern zwei, drei Tage später, dann kam es ja dann erst sozusagen zur Erfüllung. Und vielleicht sagt sie sogar so, nö, beim ersten Treffen will ich nicht, erst beim zweiten oder dritten oder so. Siehst du? So. In den Klammern steht, dass es jetzt nicht mehr nötig ist. Nein, und jetzt wählt man auf Instagram eine der 100 Bewunderinnen aus. Ja, nein, aber das ist ja so. Wenn du jetzt auf Social Media sehr präsent bist, natürlich schreiben dir Leute so, yo, ich will mit dir ficken. So, ich war auch schon auf einem Event und es kam eine her und hat mir ihre Nummer auf die Hand geschrieben und gesagt, ruf mal später an, ich will gebumst werden. Das ist aber auch schon eine sehr privilegierte Position. Weil du ja, ich sage nur, ne, das ist eine Sache zu sagen, man, ich habe wirklich diese Verfügbarkeit von Frauen, die jetzt auch ohne komplizierten und riesen Vorlauf und Dating und wochenlang mit mir Sex haben wollen. Da ist natürlich NoFap schon leichter umgesetzt. Nee, aber jetzt lass mich das mal zu Ende bringen, nicht sonst haben die Leute ja ein falsches Gang. Ja. Aber das reizt mich gar nicht so. Ich finde das eigentlich sogar geil, wenn du um eine Frau ein bisschen kämpfen musst. Also ich mag das gar nicht, wenn mir jetzt eine, ich kenne die gar nicht, die schickt mir so Nacktbilder. So, das klingt jetzt voll dumm, weil wenn jemand das nicht hat, oder ich, wenn du Torben vor 15 Jahren hätte gesagt, that's my life, so. Aber irgendwann stumpfst du ja auch ab so und denkst dir, ja, die steckt sich halt ein Dildo vorne rein und hinten rein und schickt dir das. Ich kenne die überhaupt nicht, kein Wort mit gewechselt. Ich sag dir ehrlich, ich hab keine Lust, die dann zu treffen. Das weil ist schon ein Frechwunsch in meinem Podcast beschwert. Habe ich mich schon drüber lustig gemacht, dass er sich beschwert, dass er Nacktbilder kriegt. Das, wer? Ist, so ein, das ist dieser Rettungssanitäter, der macht so TikTok-Videos. Der hat ganz, ganz viel weibliche Verehrer, ne? TikToker in Uniform. Okay. Und der hat in meinem Podcast auch erzählt, dass er da immer so Nacktbilder kriegt und wie anstrengend das sei. Und da meinte ich so, komm, so die meisten Leute. Ich finde es nicht anstrengend, aber guck mal, wenn sie solche Bilder schickt oder Videos, du weißt ja auch, die schickt das halt 10 anderen auch. Und das finde ich halt so, ich weiß nicht, ich finde, da ist die Spannung weg. Also solche professionellen, perfekt ausgeleuchteten Bilder, wie die Teile dann da rein und rausgehen und so, dann weißt du ja, jo, die baut ja jetzt nicht zu Hause Setup für Tom Platzer so, auf, das kriegst du. Sondern die baut das ja auf für 100 andere Leute. Du hast doch ein iPhone. Ja. Geh mal auf Fotos. Ja, jetzt mach mal. Geh mal auf Fotos. Okay. Ja, du bist ja jetzt hier live Podcast, alles also, und so. Ja, ist gut. Ich werde von mir später geschnitten.
Geh mal auf Fotos. Da ist noch so eine Suchfunktion unten. Ja. Ja, gib mal ein BH. BH? Ja, BH. Ich bin aber im Flugmodus. Ja, geht nicht. Musst rausgehen. Okay. Sag mir mal, wie viele Bilder da kommen. Bei BH. Der guckt nämlich alles, was so aussieht wie Brüste und sagt dir dann, wie viele Tittenbilder du auf deinem Handy hast. BH? Ja. Hier, bitteschön. Gut. Ist traurig, ne? Sieht bei mir... Sieht bei dir ein bisschen anders aus. Sieht bei mir so aus. Okay. Kann aber auch sein, dass mein Handy ist halt auf Englisch, ne? Was, wenn ich Bra eingebe? Gib mal Bra ein. Okay, da kommt schon ein bisschen... Da kommt dann... Ah ja, komm. Aber okay. Wie viel sind es denn insgesamt? Wieso kriegst du das nicht so übersichtlich wie ich? Irgendwie ja, bei mir? Ahnung. Ah, weil ich Google-Fotos benutze. Na ja, gut, du bist am Ende. Ja. Ja, auf jeden Fall, klar, man kriegt ein paar Bilder zugeschickt. Sind halt auch immer bei mir die gleichen Leute, weil es halt wirklich private Bilder bei mir sind das und teilweise keine auch. Social-Media-Bilder. Ja, das aber sind alles Leute, die ich auf Social Media, die auf Social Media mir das halt schicken. Ja. So. Und das Ding ist halt, dass meine ist ja, Follower sind alles männliche Informatikstudenten. Und das ist ja unsexy. Weil du ja weißt, also natürlich, wenn du jetzt mit einer schreibst und die sagst, ey Baby, ich würde gerne mal, ey, zieh mal deinen Top hoch oder ich find's geil, das ist ja was ganz anderes. Ja. Weil das ist dann ja so, du hast so ein bisschen hin und her geschrieben, aber wenn eine so von sich aus sowas schickt, das wäre nie jemand, den ich treffen würde. Und was ich eigentlich damit sagen wollte, ist, wenn du halt, warum ich das nicht mache. Ich mag halt dieses, jo, ich habe jetzt 2 Wochen keinen Sex gehabt, ich habe Bock und jetzt muss ich um eine kämpfen, um halt mit der Sex zu haben. Nee, ich will dir das ja auch gar nicht. So, weißt du, ich meine? Ich fand's so spannend. Ja, und ich mag das halt irgendwie. Ja. Ich finde das gut. Weil ich viele Leute kenne, die auch dann so abstumpfen. Jo, ich hole mir 3-mal am Tag einen runter und fertig. So. Ja, ohne Frage. Ich muss sagen, du kannst jetzt gleich einmal gucken, ob das alles noch läuft mit dem Sound und so. Ich muss einmal zur Toilette gehen. Und dann machen wir noch kurz letztes Thema oder so. Ich kann nicht weiter. Ich weiß, es ist gutes Training, hilft mir gerade ganz zu einem unfassbar tollen Lacher zu werden, aber ich muss so dringend, so dringend zur Toilette. Ja, dann mach immer. Ich halte es nicht mehr aus. Okay. Nicht mehr aus. Wirklich, ich. Was für ein Podcast. Cut. Ja, wir müssen hier leider einen Cut machen, Leute. 6 Stunden später. Wunderbar, und hier mein Glas ist wieder aufgefüllt. Was für ein Service, ne? Danke schön. Das hier auf uns. Das war so nötig gerade. Ja, tut mir leid, unprofessionell, aber. Doch, aber so kenne ich es von dir. Ja. Das ist sowieso, muss ich sagen, das ist, glaube ich, meine legerste Podcast-Folge bis jetzt. Ich muss einen riesen Disclaimer davor packen oder so. Warum? Naja, jetzt musst du dir vorstellen, stell dir vor, der 14-, 15-jährige computerbegeisterte Jugendliche sagte seinen Eltern mal hier, Niklas Steenfert Podcast, super cool, da geht es um Programmieren, Informatik und so. Die Episode heute ist ja überhaupt nicht jugendfrei. Also das, da muss ich irgendwie so sagen, hier heute geht es um Sex und Drogen und hier ist ein ganz, ganz schlimmer Finger. Zu Gast. In der nächsten Folge geht es dann wieder mit Frank Thelen um Startups oder sonst was, aber es ist aber schon wirklich, nein, thematisch so anders heute. Aber ja, finde ich gut. Gut, freut mich. Das ist ein flexibles Format, soll es ja auch sein. NoFap haben wir jetzt auch behandelt. Ich kann es mir absolut vorstellen, dass es Leute gibt, die gerade mit den Pornos da Probleme haben. Ich hatte jetzt eine glühendere Rede erwartet. Ich dachte, dass du so richtig dann hier, ja, Testosteron und unbedingt und probiert es alle aus. Was soll ich das predigen? Also ich habe das einfach nur mal erzählt, weil ich es selber halt so mache. Ja. Es ist schon eine Bewegung, ne? Also ich werde ab und zu sogar gefragt, hey Niklas, was hältst du von NoFap? So, ja, es ist schon eine Bewegung, aber ich glaube, Hardliner zu sein macht keinen Sinn, weil guck mal, wenn du natürlich gar keinen Sex hast, ja, dann macht auch NoFap keinen Sinn. Irgendwann hast du natürlich mal Bock. Ja. So. Aber ich würde halt jedem empfehlen, wenn man merkt, man onaniert, jetzt no joke, man fäbt halt 2-mal am Tag. Mehr als einmal am Tag finde ich es auch so viel. Ja, oder auch du merkst, du fäbst jeden Tag. Probier doch mal eine Woche ohne. Also einfach nur mal ausprobieren. Kann ja sein, dass du wirklich mehr Energie hast und dass es sich wirklich gut anfühlt. Und ich glaube, das hat auch nichts mit Testosteron zu tun, weil ich glaube, der Spiegel ist nach 3 Stunden oder so wieder hoch, nachdem du fäbst. Aber gerade auch so, ey, wenn du mittags halt auf Klo gehst und fäbst, jetzt mal no joke, du bist halt 2-3 Stunden ein bisschen lethargisch, oder? Du bist schon ein bisschen apathischer dann. Kommst du wieder, bist du, aber man ist nicht so high energy. Weil klar, der Testosteronspiegel geht runter. Ich finde, dass man so eine gewisse Klarheit hat. Oh, ja. Also es ist eher, also dass man sich nicht konzentrieren kann. Wann machst du es denn abends? Wenn ich Lust habe. Okay. Aber du bist jetzt gerade nur auf Toilette, ganz normal. Ich bin gerade nur auf Toilette. Wir können hinter das. Hat die Aufnahme noch? Hat das noch. Gist, nee. Der da in das Waschbecken rein. Oh
was ist hier für ein Podcast? Mm. Fappen übrigens, onanieren, für die, für meine Eltern, die zuschauen, zum Beispiel, ist onomatopoetisch, glaube ich. Die haben auch schon alle mal. Fapp, das dieser Begriff. Das ist einfach Englisch, ja. Das ist aber kein normales Englisch. Das ist Englisch für Wichsen. To fab. Ja, heutzutage onomatopoetisch für junge Leute, aber ich glaube nicht, dass meine hypothetische englische Großmutter das Wort gemein, to fab. Könnte. Ja, ja, klar, aber Urban Dictionary, ne? Oder? Also es ist to fab ist nicht heutzutage vielleicht, aber to fab ist doch kein normaler englischer Begriff. Ich weiß es selber nicht, aber gibt es wirklich mal einen, würde mich interessieren. Nein. Also das halte ich ja für ausgeschlossen. Ja, vulgar Slang. Ja, also und auf jeden Fall modern. Also du dachtest, das ist das normale englische Begriff, das normale englische Wort für onanieren? Ja, ich habe gedacht. Ich meine, ich weiß jetzt nicht, in welchem Kontext du es brauchen würdest, aber ich stelle mir dich gerade vor, dass du irgendwie mit jemandem Englisch sprichst und dann so fapping. Ja, also in unserer Generation oder großzügigerweise fasse ich uns mal in eine Generation zusammen, da ist das, glaube ich, schon noch akzeptabel, aber es ist auf jeden Fall nicht der normale Fachbegriff. Wenn ich mit einer Frau in L.A. schreibe, hey babe, yeah, we need to meet because I really need to fap, I guess. Okay. Mhm. Okay, ja, da haben wir das Thema ja auch durch. Freut mich, Torben. Du machst da inzwischen ganz neue Themen auch. Können wir ein bisschen drüber sprechen? Mhm. Du hast ja eigentlich, dein Kernthema ist Branding, Social Media, wie man auf Social Media erfolgreich ist. Aber mit deinem YouTube-Kanal gerade hast du in letzter Zeit, so über das letzte Jahr, viel angefangen, so Krypto zu machen und jetzt viel Metaverse und so. Ist das, würdest du sagen, jetzt die Zukunft deiner Kanäle? Guck mal, dadurch, dass Social Media halt echt nur ein Hobby ist, habe ich mir immer gesagt, ich rede über das, was mich gerade beschäftigt. Und Social Media nur ein Hobby von Tom Platzer. Ja. Das ist witzig, ne? Weil klar, deine Social Media Agentur quasi ist der Beruf. Genau, also guck mal. Eigene Social Media. Genau, also jetzt viel Wissen zu haben über Instagram, YouTube und Co. bringt mir halt vor allen Dingen was für die Kunden. Aber das Wissen kann ich ja aufbauen, egal mit welchen Themen ich das selber ausprobiere. Ja. So, ich wollte immer, dass das USP von TPA ist, dass wir kein theoretisches Wissen verkaufen, sondern dass da jemand ist, der sagt, ja, ich habe nicht gehört oder statistisch gesehen, muss ein Thumbnail so und so aussehen, sondern ich kann sagen, ja, wir haben es ausprobiert. Mhm. Das ist besser als das. Weil ich glaube halt, am Ende ist die Praxis immer ein bisschen anders, weißt du? Ich spreche auf Social Media über das, was mich halt interessiert. Und ich mache halt selbst Experimente im Bereich Metaverse, Krypto. Ich finde halt viele Sachen spannend. Und wir haben das so als Überbegriff gesagt, wir machen Internet-Experimente. Mhm. So, das fand ich eigentlich schon ganz cool, weil es gibt viele so Selbstexperiment-YouTuber wie ein Tomary oder Tomatolix oder so. Oder auch ein Dave. Aber wir haben gesagt, wir wollen das schon ein bisschen nischiger. Wir machen nichts, was außerhalb vom Internet ist. Also da ist aber auch sowas wie Social Media. Ich habe ja auch schon mal ein Giveaway zum Beispiel teilgenommen und erzählt, wie das so abgelaufen ist und so. Da fällt Social Media mit rein, aber auch viel Metaverse, Krypto und Co. Mhm. Bist du großer Believer dann, was so Meta angeht, Metaverse? Ja. Ist ja gerade, scheinen sich ja gerade sehr die Geister. Ist das jetzt das neue Ding oder nicht? Ich glaube nicht, dass es das neue Ding ist, aber es ist ein neuer Zugang zum Internet. Das ist Metaverse. Es ist halt, guck mal, Internet, am Anfang, ich war an so iMacs, die waren so dick, so an so bunten iMacs, habe ich eingegeben bei Google, chatten. So, das war mein erstes Internet, 56K-Modem mit dem Piepsignal und so. So, dann war halt Internet, Social Media der Zugang. Ja, du kommst irgendwie über Instagram, TikTok, Co. Und ich glaube, Metaverse ist einfach ein neuer Zugang. Brille auf, das Ganze ist nicht nur vor dir, sondern du bist mittendrin. Und ich bin schon ein Believer, weil ich habe selber eine Oculus Quest hier. Ich bin selber oft irgendwie dort unterwegs, gucke mir das Ganze an. Ich finde es super spannend. Ich habe ein Date in der Metaverse gehabt. Das Video habe ich tatsächlich auch geguckt. Ja. Ihr wart bei McDonald's, wisst ihr? Ja, das stimmt. Direkt am Anfang, ja. Und Die ersten zwei Minuten habe ich mir gegönnt. Ja. Ja. Danke für den Like. Aber auf jeden Fall, ich glaube, das ist ein neuer Zugang zum Internet. Und ich glaube, dass bei solchen Themen, weil klar, es gibt negative Bewegungen, es gibt positive Bewegungen. Ich glaube, das Wichtigste ist immer Aufklärung und Bewusstsein. Also ich glaube, damit steht und fällt eigentlich alles. Damit steht und fällt auch so ein Thema wie Drogen, wie Phenibut, wo ich gerade sehe, dass deine Pupillen größer werden. Nein, also no joke, damit steht und fällt ja alles. Guck mal, warum werden Leute abhängig von Drogen? Oftmals, weil einfach diese Aufklärung und Bewusstsein fehlt. Na, Leute nehmen irgendwas, denken so, oh, ich weiß gar nicht, was da passiert, oh, ich finde es aber geil. So.
Aber Torben, ich löffel Fannyboot, ohne es abzuwiegen, gönn mir. Genau. Einfach aber so, ja, weil ich mir aber sagen würde, ich habe so viel Bewusstsein, dass ich halt danach zum Beispiel merke, okay, fuck, wenn ich so viel nehme, penne ich 9,5 Stunden. Also nehme ich nicht so viel. Weißt du, also... Wehe, ich schlafe heute einmal. Ja, weil du unbedingt feiern gehen willst. Wir haben vor der Kamera Pinky Promise gemacht, dass wir heute Abend feiern gehen. Wir haben vor der Kamera einen spontanen Pinky Promise gemacht. Ja, auf jeden Fall, was wollte ich denn sagen? Bewusstsein und Aufklärung, und ich glaube, das ist bei Meta auch ganz wichtig, weil du kannst die Brille aufsetzen und verlierst dich da drinnen. Oder zum Beispiel, wenn ich jetzt das mal mit Chris ausprobiere oder so, also mit meinem Videografen zusammen, sagen wir, hey, wir haben heute Abend 2 Stunden Zeit, wollen wir mal echt dieses neue Game da ausprobieren, ob das cool ist, ja oder nein. So, und ich glaube, das ist voll wichtig, den Leuten sowas zu zeigen, aber auch auf Gefahren einfach hinzuweisen. Ja, 100 Pro. Ich denke auch, dass dieser Ansatz, Online-Interaktion, dass die sich echter anfühlen. Und das ist, glaube ich, ein super Ansatz. Ich weiß jetzt nicht, ob wir alle nur noch irgendwie diese Brillen die ganze Zeit aufhaben werden. Ich finde es ein bisschen anstrengend. Kann auch sein, dass sich das nochmal irgendwie ganz stark ändert. Ich finde es ein bisschen anstrengend. Aber was bei Metaverse auch, worüber gar nicht so viele Leute sprechen, selbst zum Beispiel sowas wie Facebook Portal, hat für mich wirklich einen riesen Unterschied gemacht. Ich habe, als das rauskam, nur in den USA erhältlich war, habe ich 4 Portals gekauft für Freundinnen, Eltern, Familienmitglieder und habe die schmuggeln lassen quasi nach Europa. Wir hatten so eine, intern, als ich noch gearbeitet habe, gab es so eine Schmuggelgruppe, so hieß das, dass man, wenn man irgendwas braucht, also jemand, der gerade sagt, ich habe was in den USA, kann das irgendwie jemand nach London mitbringen auf dem nächsten Business-Trip. Und dann in dieser Gruppe sagt jemand, ja, ich fliege morgen von hier Silicon Valley nach London ins Büro und dann hier kannst du in deinem Koffer noch ein Portal mitnehmen oder so. Habe ich also diese Portals importiert, die gab es noch gar nicht in Europa und seitdem porteln meine Eltern und ich zum Beispiel immer. Das ist cool. So Video-Chat. Danke auch, dass du mir mal da eins besorgt hast für meine Videos. War ein cooler Schachzug. Das hätte ich machen sollen, weißt du? Ja, das wäre cool gewesen. Ja. Aber hast du keinen Facebook-Portal? Hast du nie ausprobiert? Nee, das ist inzwischen aber in Europa erhältlich. Kann man so kaufen. Ah, okay. Nee, habe ich nicht. Das müssen wir machen. Ich kenne die Dinge, aber ich habe es nicht. Das ist halt wirklich interessant, wie dieses kleine Detail, dass die Kamera einem folgt. Dass man das Gerät da stehen hat, man kann sich frei im Raum bewegen. Es ist so ein Videochat. Device, dediziertes Gerät, einfach für Videotelefonie, wirkt nach so einem ganz simplen Feature, die Kamera folgt einem und dadurch fühlt sich die Interaktion viel echter an. Es fühlt sich ein bisschen mehr an wie ein Fenster in einem anderen Raum und nicht einfach wie wenn man so mit einem Handy oder mit einem Laptop Video chattet. Cool. Und ich glaube, das ist eben auch Metaverse. Metaverse ist nicht nur, ich bin irgendwie in einer virtuellen Realität, was natürlich super cool ist, auch für Filme und die Pornoindustrie natürlich, ne, wenn wir hier in unserem Theme bleiben wollen, wird sich die Hände reiben. Das stelle ich mir auch cool vor, aber solche Sachen oder die Brille, ne, die Sonnenbrille, über die wir vorhin gesprochen haben, ja. Da werde ich auch ein Video zu machen. Das ist auch alles Metaverse. Ich habe drüben noch nicht ausgepackt. Ich habe mir ein von, wie heißen die, irgendwie VR Haptics oder so, auch aus den USA. Ich habe mir einen Anzug bestellt, einen VR-Anzug, wo du Schmerzen spürst, so wie sie wirklich sind. Klingt ja geil. Der kostet, was haben wir bezahlt, 2,5-3K oder so. Kompletter Ganzkörperanzug. Und die werben damit, wenn du in einem Spiel irgendwie einen Dolch in den Rücken kriegst, tut das genauso weh an deinem Rücken, wie das wehtun soll, wenn du ihn wirklich. Das hat mich immer gestört, nämlich bei Spielen, dass es nicht wehtut. Ja, ja, der liegt drüben original verpackt, weil wir haben gesagt, wir wollen erstmal alles fertig machen, weil wir auf unserer Liste gerade noch ein paar Sachen haben. Und dann werden wir uns den mal gönnen. Ja, ich glaube, das ist richtig geil. Also du schnürst dir den überall dran. Da sind auch diese, ich habe auch diese Gloves bestellt, womit du so Sachen echt anfassen kannst und so. Das liegt alles drüben in mehreren Kartons. Ein Schmerzenanzug, das klingt schon ziemlich kinky. Die werben jetzt nicht nur mit Schmerzen, sondern die sagen halt so, das ist genau, also du hast auch diese Gloves, womit du Sachen so richtig anfassen kannst und die Finger hast und so. Genau, also dass sich alles echt anfühlt. Bin ich sehr gespannt drauf. Werde ich wahrscheinlich kein Video machen, weil bei mir... Diese reinen Entertainment-Videos, die interessiert sich meine Community nicht so für. Aber ich werde das im Stream, glaube ich, mal zeigen, auf Twitch. Bin mal gespannt, wie die diesen Podcast finden, die Community. Der ist ja auch für einen sehr persönlich und Entertainment und na, mal sehen, wie das aufgenommen wird. Metaverse, würdest du sagen, ist schon auf jeden Fall ein ganz, ganz wichtiger Teil der Zukunft von Technologie und auch für dich jetzt erstmal ein Thema, in das du richtig einsteigen willst. Ja, so ja 100 Pro. Wie gesagt, neuer Zugang zum Internet. Also da nicht dabei zu sein und sich direkt zu versperren ist, in der ganzen Geschichte
es ist immer so, also gerade so in dieser ganzen Internet-Technologie-Historie, es ist immer so, dass Leute am Anfang, und 3, 4, 5 Jahre später ist es so, hätte ich mal. So, weißt du, also auch TikTok war ja jeder, nur Kids, nur tanzen. Und was macht jede zweite Agentur heute? Ja, sie sollten auf TikTok sein. Werbung auf TikTok schalten. Manchmal so. Auch nicht, ne? Ich meine, Clubhouse, bist du noch oft unterwegs? Ja, genau. Nee, Clubhouse. Da waren wir ja mal, da haben wir uns das erste Mal unterhalten. Ne? Da haben wir uns quasi kennengelernt. Wir haben uns auf Clubhouse kennengelernt. Stimmt. Naja, aber der Punkt ist ja, genau, das ist halt der Punkt, den halt wahrscheinlich viele so entgegenbringen, so nach dem Motto, ja, Clubhouse hat ja auch nicht funktioniert. Ja, aber wenn du halt nie Dinge ausprobierst, und natürlich funktioniert nicht jedes, was du da machst, aber ein paar Dinge schon, und dann bist du halt auch mal ein Pionier in etwas. Und ich muss ehrlich sagen, so mein ganzes Social-Media-Wissen, was ich jetzt heute habe, oder auch das Wissen über Branding kommt, weil ich an Branding geglaubt habe zu einer Zeit, wo hier in Deutschland jeder gesagt hat, ja, Branding ist Geldverschwendung. Also jeder hat damit sogar, es gab sogar Leute, die haben geworben damit, ja, investiert kein Geld in Branding. So, ja, Branding. Ja, was macht heute jeder? Ja, Branding hier, Branding-Kurs, Branding-Seminar. Du hast gemacht, bevor es cool war. Genau, ich glaube, es ist halt so wichtig auch, sich Sachen mal anzugucken. Und wie gesagt, beim Thema Metaverse, also wer denkt, dass sowas wie VR oder Dinge wirklich in real zu spüren, dass das nicht groß wird, dem ist ehrlich gesagt nicht zu helfen. Natürlich, Leute haben immer mehr Lust auf eine bessere Experience. Warum habe ich da jetzt nicht einen Monitor, sondern 4? Weil das halt geil ist, an 4 Monitoren zu arbeiten. Ja. So, warum hat man so eine Tastatur, die so geil klackt? So eine Black Widow von Razer, weil es einfach ein geiles Gefühl ist. Die grünen Switches. Ja, die grünen Switches. So. Fantastisch. Und das ist halt so der Punkt. Also, und ich sehe dieses ganze Thema VR und auch Augmented Reality, ne, dass du so eine Brille hast, wo du beides siehst, so. Natürlich ist das ein Teil der Zukunft. Aber arbeitest du manchmal in VR? Du hast ja auch ein Video gemacht, was ich auch natürlich geguckt habe, wie du in VR wirklich Meetings machst. Ja, Horizon Workroom, ja. Macht ihr das regelmäßig wirklich? Mit meinem Videograf mache ich das, ja. In der Agentur selber hat sich das noch nicht durchgesetzt, was aber daran liegt, dass der Chris und ich zum Beispiel, wo wir jetzt so zusammen die Sachen uns angucken, wir sind dann immer schnell into, weil wir dann auch so merken, okay, es ist wirklich geil. Aber man braucht einfach ein bisschen, um Leuten das wirklich zu zeigen und schmackhaft zu machen. Ein bisschen anstrengend ist es auch, oder? Die Brille, also mir tun die Augen irgendwann weh, so nach ein paar Stunden. Ja, nach ein paar Stunden safe, ja. Wobei ich sagen muss, ich habe bei meinem VR-Date, wir haben so ein Kino, wir waren in so einem 3D-Kino, ne? Kino im VR gucken, das ist auch mal guckt auf den Bildschirm, in dem man dann wieder einen Bildschirm sieht. Das aber ich schwöre dir, das ist die heftigste Experience. Wirklich? Ja, 3D-Kino ist wirklich heftig. Du sitzt in dem Kino, guckst drauf und das, was du siehst, ist 3D. Ey, das ist unglaublich geil. Es ist so geil gewesen, dass ich wirklich am Ende des Films so dachte, yo, fuck, du bist ja hier in so einer Brille. So, ey, wie spät ist das eigentlich? Und so. Also ich saß hier so in dem Loft und dachte so, ey, ist eigentlich alles zu. Und also ich habe wirklich völlig vergessen, wo ich bin. So. Es war wirklich geil. Es ist sehr, sehr, sehr immersive. Das muss ich auch sagen. Und das immersive? Find ich auch schön. Ja, also wirklich, dass man... immersive. Ja. Duktus. Immersiv. Keine Ahnung. Also es ist sehr, man vergisst alles um sich herum. Das finde ich so spannend, weil es ja noch gar nicht wirklich so realistisch aussieht. Und das muss es auch gar nicht. Also selbst wenn man so ein Cartoon spielt. Aber bei dem Kino so macht, schon. Das ist sehr, sehr gut. Sieht richtig gestochen scharf aus. Ja. Aber man sieht schon, dass es nicht echt ist. Also es ist, die Auflösung generell von dem Headset ist ja jetzt nicht so, dass man sagt, nein. Oh, bin ich noch in der echten Welt, klar. Inception, habe ich das Headset auf oder nicht? Aber ich sage jetzt mal was. WoW, also World of Warcraft in VR, I'm in. Also das würde ich spielen. Also muss ich sagen... Könnte auch der Anfang vom Ende sein. Ne? Kann sein, ja. Aber dann war es das halt. Dann ist es das halt. Ja, dann ist es das so. Man muss aber auch machen, was einen Spaß macht, Bro. Also ich finde allgemein, ich bin ja auch ein Typ so sehr auf Produktivität, Effektivität und so, ne? Mhm. Aber am Ende des Tages so, man muss halt auch mal machen, was einen einfach Spaß macht. So, es gibt halt auch, also ich bin auch ein Typ, der sich so denkt, klar, man kann jetzt sein Leben so 100% strukturieren und wie gesagt, ich habe meine Morning-Abend-Routine und manchmal abends bist du so um 12 Uhr vor deinem Rechner und denkst, das Beste wäre jetzt schlafen zu gehen, um morgen fit zu sein. Aber vielleicht ist es manchmal auch gut zu sagen, nein, Mann, ich gehe jetzt noch in den Club. Oder um 12 Uhr abends zu sagen, ja, scheiß drauf, ich gucke mir jetzt bis 4 Uhr nachts einen Basketballspiel an. Weißt du, wie ich meine? Ja, ich bin ein ganz schlechter Grinder, ganz echt. Also wenn ich so ein Gary Vaynerchuk-Grinding-Mindset hätte, dann wäre mein Kanal inzwischen sonst wo. Der ist ja schnell gewachsen am Anfang. Und ich habe jetzt gerade seit 3 Wochen kein Video gemacht. Und gestern Abend habe ich auch wieder gedacht, hey, du könntest jetzt echt mal früh ins Bett gehen und morgen mal endlich dieses Videoskript schreiben, was du die ganze Zeit prokrastinierst.
Aber ich bräuchte es jetzt auch nicht. Ne? Das war echt eine coole Was hast du gemacht gestern? Was feiern? Ja, ja. Du sagst das so unschuldig, aber wir... Nee, weißt du doch, wir haben ja noch... Ich habe ja Simple Club im Club getroffen. Wir haben mit Simon war am Start. Simon Ruan war mit dabei. Und du hast eine nette Bardame kennengelernt. Vielleicht auch da mal kurz noch ein, zwei Worte von dir. Ja, das werde ich alles rausschneiden. Nein, Spaß. Ich habe ganz seltenen Fall gehabt. Wirklich, muss man ja bei mir sagen. Ich müsste wahrscheinlich mehr Instagram machen und anderen Content. Das kommt mir jetzt. Ich hatte den ganz seltenen Fall, dass ich eine Followerin hatte, um die es da ging, überhaupt, die dann natürlich auch Elektrotechnik studiert, klar. Also sind alles, meine Follower sind alle Nerds. Wir sind auch stolz drauf und meine Follower sind eine ganz tolle Community, aber sie sind halt meistens männlich. Und dass man dann wirklich hübsche, nette Frau hat, das ist schon jetzt nicht so häufig. Okay. Also da glaube ich schon, dass dein Content wahrscheinlich da mehr Potenzial hat. Also es ist nicht darauf optimiert, muss es ja auch nicht sein. Ich habe auf YouTube nicht mal 3% Frauen. Wirklich? 3%? Nicht mal. 2,3 oder... Okay, YouTube ist aber auch eine sehr, sehr männliche Plattform. Instagram ist eher eine weibliche Plattform und dein Insta, da, also bei mir sind ja selbst auf Insta nur 20% Frauen. Ne? Ach so, ja, da habe ich 50-50. Ja, siehst du. Und Instagram, das ist mehr als meine 9% auf YouTube oder so. Mhm. Ja. Auf jeden Fall hast du sie kennengelernt, aber... Man sieht sich vielleicht ein zweites Mal. Vielleicht sieht man sich auch ein zweites Mal. Okay. Mal gucken, das kann auf jeden Fall passieren. Aber ja, gestern war ich feiern und es war ein super Abend, auch alleine wegen all der tollen Gespräche, die ich geführt habe. Und überhaupt zufällig Nico von Simple Club im berühmten Münchner Club hemmungslos über den Weg zu laufen. Habe ich wirklich noch nie gehört, den Club. Ja. Aber ist nicht schlecht. Also hemmungslos und Bahnwärter Thiel. Die beiden Standardadressen in München. Ich bin immer, also wenn wir mal clubben gehen, ich lande immer im Filmcasino. Keine Ahnung warum. Ich war noch nie in meinem Leben im P1. Ja. Habt ihr gehört, was der gerade gesagt hat? Wenn wir mal clubben gehen. Ich blende gleich diese Pinky Promise wieder ein. Bro, ich bin das letzte Mal weg gewesen. Es ist wirklich schon wieder ewig her. In Köln. Mit Marc und Co. Ewig her. Es wird eine große Nacht, ich bin mir sicher. Abschließend vielleicht noch eine Frage, die ich noch spannend fand. Du hast gesagt, du hast mal in London gelebt. Du bist wirkst sehr geerdet hier in München. Du hast L.A. irgendwie so als zweiten Hub, hat man manchmal den Eindruck. Da fährst du oft hin. Hast du irgendwelche Ambitionen, einfach zu sagen, ich lebe noch mal, weiß Gott was, also jetzt nicht im Metaverse, sondern wirklich in echt. Ich lebe noch mal in Asien oder in Paris oder Asien? New York oder sonst wo. Also ich würde schon, also Asien, ich habe noch nie eine Asien-Tour oder so gemacht. War jetzt auch noch nie in Singapur oder so. Ja, da ist die Kamera aus, kein Akku mehr. Dann werden wir wohl wahrscheinlich, wir können ein bisschen noch in diese Kamera schauen. Nein, können wir nicht, weil der Ton nicht aufgenommen wird. Ah, ja, dann werden wir wohl nie erfahren. Es gibt einen Backup-Ton, dann ist die Qualität plötzlich schlechter. Wir werden nie erfahren, was da auf dem Platz ist, Asien. Schreibt in die Kommentare. Asienpläne sind. Ihr müsst wissen, Torben hat es nicht so mit Videos und solchen Sachen und Social Media und Technik und diesen ganzen. Das ist hier relativ amateurhaft aufgebaut. Die Kamera ist nicht am Strom. Ja, also du kommst her. Profi du hast keine Kamera, kein Mikro dabei, keine SD-Karte. Du kommst ja angesoffen her. Ich habe wie so ein Schmarotzer. Ne? Kannst du mir bitte mein Podcast-Studio bei dir aufbauen? Er kommt hierher und sagt: Jo, lass uns Podcast mit Video machen. Ich so: Jo, gar kein Problem. Drei Perspektiven. Ich dachte, ich bin ja bei Torben Platzer, da geht das nicht. Ich würde drei Perspektiven nehmen. Ich würde auch gerne eine Drohne haben, die hier so ein bisschen im Lauf liegt. Ich werde eine Asien-Tour machen, aber nein, ich bin sehr happy, in Deutschland zu wohnen. Ja. Ich habe nicht vor, auszuwandern. Und wenn, also Traumszenario, willst du Traumszenario hören? Ja. Vielleicht so ab 45, 50. lange im Voraus geplant. 50-50. Halbes Jahr L.A., halbes Jahr München. Alles gut. Inshallah, dass du dieses Alter trotz deines Fanny-Beauty-Konsums erreichst. Ich würde sehr, sehr gerne immer in die USA ab Playoffs, also so die Zeit jetzt, würde ich immer gerne in die USA mir einfach die Playoffs angucken, Basketball, vielleicht 4-5 Monate L.A. leben und dann wieder München. Das wäre so Tropfsname. Cool.
Könnte ich auch jetzt machen schon, aber weiß nicht. Könntest du es bezahlen? Ich würde es bezahlen wahrscheinlich. Ich würde es mir leihen dann wahrscheinlich. Ja. Von dir zum Beispiel. Mhm. Von Leuten, wo es besser läuft. Ja. Nee, aber na, also, keine Ahnung, das wäre so Traumszenario. Ich würde nicht mehr ausmachen, glaube ich. Ja. Nee, finde ich spannend, weil ich bin ja jetzt Expat seit 7 Jahren oder so. Aber willst du nicht mal wiederkommen jetzt aus London? Dich haben doch alle rausgeworfen. Dich hält ja, 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 eigentlich haben mich alle rausgeworfen. Ich werde immer ganz nervös, wenn ich irgendwie darüber nachdenke, dass ich irgendwo jetzt settle oder so. Komm doch mal nach Minga. Könnte ich mir tatsächlich vorstellen. Also ja, ich muss sagen, jetzt, wenn ich in Deutschland irgendwie eine Stadt aussuchen würde, München. Simon super Ruane. Super cool. Nico. Ruane. Ich glaube, das ist stumm. Nico Schock. Nico Simperklapp. Schock oder so. Torplatzer. Ja. Also, hemmungslos. Bahnwärter Thiel. What else could it be? Super cool. Fanny Good. Heute Abend wollte auch noch dazukommen. Ich weiß nicht, kennst du den Karriereguru? Kennst du den? Gar nicht. Karriereguru? Karriereguru. Okay. So ein TikTok. Es gibt auch einen sehr cooler Dude, habe ich auch noch nie getroffen. Steuern mit Kopf. Ah, ich kenne Aktien mit Kopf. Oder ist es Aktien mit Kopf? Boah, ich weiß nicht. Aktien mit Kopf wohnt in Mallorca, auf Mallorca. Nee, dann ist es Steuern mit Kopf. Steuern. Aber ein cooler Dude, der macht auch so TikTok, so Schauspiel-TikToks. Der wohnt auch in München. Cool. Scheiße, ich laber nur Mist. Ey, beende das Ding jetzt. Ja, ich, weißt du, Tom, ich weiß gar nicht, ob ich das hier noch mit reinnehme, weil die Aufnahme. Doch, schon mal, das hast du ja gar nicht. Ist schon witzig, ne? Aber sonst kommt plötzlich so ein Auto, hey, Kameras aus hier, bei der komödische Podcast. Kein Problem. Torben, in jedem Fall nochmal vielen Dank hier in die Kamera 2, dass du mich in deiner Wohnung empfangen hast, dass ich dich hier begrüßen durfte in deiner eigenen Wohnung. Sehr gerne. Dass du mir dieses stümperhafte Podcast-Setup spendiert hast. Und vielen Dank im Voraus für die unvergessliche Nacht, die wir heute Nacht zusammen miteinander verbringen. Im Film Casino. Denn bei dir darf man nicht übernachten, wenn es nichts Festes ist. Ich bin raus. Wir sehen uns nichts. Was ist das? Das ist der letzte Podcast, den ich hier aufgehört habe. Das ist safe der letzte Podcast. Ja. Lösch meine Nummer. Ja.